Hallo, herzlich willkommen zu Folge 11 meines Dark Souls 3 Let's Plays. Erstmal, Leute, kommt mal an hier auf Sylt, wir chillen erstmal kurz eine Runde am Strand, lassen uns den salzigen Wind, ja, den lassen wir durch unser Gesicht fliegen, unter die Haare, die wehen im Wind. Und während ihr euch dieses Bild vorstellt, kleinen Gruß an alle Leute, die in den letzten paar VODs unten kommentiert haben, dass ich ganz viel übersehe und nicht die richtigen Wege gehe und ganz schlampig spiele. Schnauze! Eine Schnauze sollst du halten! Das ist mir scheißegal! Guck beim Lobos Junior zu, geh woanders hin. Hier ist Fun, Fun, Fun und ich spiele, wie ich spielen will. Und wenn ich einen Hebel vergesse, dann vergesse ich ihn halt. Du alte Dreckskatz, Krackpatze, du! Bevor ich in den Kommentaren da wieder antworte und mir die Laune verderben lasse. Leute, ihr müsst das echt mal langsam kapieren. Das ist ein Fun Projekt hier. Ich spiele das, wie ich das spielen will und ich bin verpeilt und ich tue manchmal auch Sachen übersehen und ihr müsst aber auch mal dran denken, ich unterhalte ja auch dabei. Und eigentlich klingt das jetzt gerade wie so ein Rechtfertigen, will ich aber gar nicht, weil mir geht es hervorragend mit diesem Let's Play. Es klang jetzt gerade, als würde mich das triggern. Mir geht es hervorragend und alle anderen, die das genauso finden, schön, dass ihr dabei seid. Ich glaube einfach, die wirklich einen sehr hohen Anspruch an Dark Souls haben und wirklich meinen, getriggert zu werden davon, dass ich vielleicht mal einen Hebel oder so vergesse oder vielleicht eine Area nicht gründlich genug durchforste. Ich würde euch ganz, ganz dringend bitten, einfach dann vielleicht eventuell einen anderen Let's Player rauszusuchen, weil ich glaube, da ist dann mehr Spaß für euch, ja? Und weniger Frust. Denn hier wird weiterhin verpeilt geballert. Mit natürlich Pro-Gamer-Moves ab und zu mal. Ihr wisst, wie es ist. Also, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben wieder eine neue Session hier auf Twitch. Und jetzt wird geballert. Ganz einfach. So läuft das nämlich hier. Und wir sind drin. Und heute mache ich was. Jetzt kam das ein bisschen böse rüber, ne, am Anfang. Das meinte ich gar nicht böse. Bin ich überhaupt den richtigen? Ich habe es nicht geändert, ne? Okay, bin nicht reingegangen. Haha, scheiße. Jetzt kam das irgendwie böser rüber, als ich es eigentlich meinte. Ich habe wirklich gute Laune heute. Manchmal sage ich dann sowas und merke, während ich sage, jetzt klingt das wieder wie eine Rechtfertigung. Aber es ist keine Rechtfertigung, weil es mir wirklich einfach egal ist. Mittlerweile. Früher war es mir nicht so ganz egal, wenn Leute sich beschwert haben über Let's Play, Verhalten und so. Mir ist es wirklich egal. Aber ich wollte dann trotzdem mir nicht nehmen lassen, auch mal zu sagen, ja Leute, das ist dann halt vielleicht nicht das richtige Let's Play für euch. Ist ja auch dann Win-Win, wenn ihr dann vielleicht, weil dann regt ihr euch auch nicht auf darüber, wie ich spiele. Und ich muss nicht darüber nachdenken, dass sich jemand darüber aufregt, wie ich spiele. Versteht ihr, was ich meine? Also es ist alles wirklich gut. Und ich mache das wahnsinnig gern immer noch. Und dieses Let's Play ist der Shit. Und wir haben 500 fucking Abonnenten auf Twitch erreicht heute, Leute. Und das ist nice. Niemand hatet hier, alles ist gut. Es hatet auch keiner. Das ist echt ein Witz im Vergleich zu, was andere YouTuber, glaube ich, abbekommen. Ich habe echt coole Zuschauer. Und man kann schon sagen, eine Community. Aber es hat sich ein bisschen gehäuft in letzter Zeit. Ist natürlich auch klar mit der Größe, die ich jetzt langsam erreiche. Ich meine, 500 Abonnenten, da ist man natürlich auch langsam am DAX auch aufgelistet. Da ist man natürlich auch ein wichtiger Player im Game. Da kommen natürlich dann ab und zu die Leute, die so ein bisschen sich beschweren dann. Aber vielleicht lese ich diese Kommentare auch mit einer anderen Stimme im Kopf, die sie gemeint sind. Aber es waren schon ein oder zwei haben sich schon ein bisschen, also das war echt grottig, was du heute wieder abgeliefert hast. Dann denke ich mir so, Freunde, okay, das haben wir jetzt genug zum Thema gemacht. Vorsicht, jetzt passt auf. Ich habe nämlich was heute vor. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich mich hier in dieser ganzen Area etwas verzettelt habe. Und, also zwei Ansagen für diese Session. Ne, drei. Erstens, schön, dass ihr dabei seid. Erstens A, schön, dass ihr dabei seid. Erstens B, ich habe heute richtig Bock. Ne? Das ist schon mal die Grundlage für alles. Zweitens, ich habe das Gefühl, dass ich mich hier in dieser Gegend etwas verhaspelt habe. Ich glaube, ich bin hier ein bisschen wie heißt das? Ahead of myself heißt es auf Englisch. Ich bin so ein bisschen, ich fühle mich hier nicht wohl. Ich habe zwar diese Schießanlage da ausgemacht letztes Mal und ich habe übrigens den Tipp wahrgenommen. Ich habe wirklich dieses Mal auch die letzten 5 Minuten vom VOD davor angeguckt. Also ich weiß schon, was da so geht gerade. Aber ich fühle mich hier nicht wohl in der Gegend. Das ist irgendwie eine Gegend. Ich habe auch, glaube ich, diese Skelettgegend zu schnell übersprungen. So, das ist zweitens. Ich fühle mich hier nicht wohl. Drittens, was machen wir deswegen? Ich hoffe, was heißt ich hoffe? Ist mir eigentlich egal. Weil ich mache das jetzt. Ich gehe nochmal zum ersten Bonfire und laufe nochmal alles ein bisschen ab. Auch ich gehe nochmal in Gegenden, wo ich noch nicht war, weil ich habe jetzt ein viel höheres Level
Ich sehe das wahrscheinlich auch jetzt einige Stellen mit einem ganz anderen Auge, weil ich jetzt auch ein bisschen mehr eingespielt bin, bessere Stats habe und so. Und ich habe das bei Dark Souls 1 auch so gemacht, oft. Dass wenn ich nicht, also ich weiß jetzt, ich bin noch nicht in dem Punkt, wo ich sage, ich weiß nicht weiter, aber ich bin in dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich passe hier nicht rein, das ist nicht meine Gegend, das ist mir alles ein bisschen zu heftig. Deswegen gehe ich jetzt wirklich mal so hier nochmal auf Wall of Love. Nee, da muss ich zum Beispiel nicht hin, das haben wir wirklich gecleant. Aber ich glaube hier zum Beispiel, da war einiges, was ich echt, glaube ich, nicht so wirklich... Hier zum Beispiel auch, das haben wir alles nicht richtig, der ganze Sumpf ist halt die Frage, ob man da nochmal reingeht. Jetzt überlege ich gerade tatsächlich, was am besten ist, wo man jetzt hingehen könnte. Diese Cathedral habe ich, glaube ich, auch wahnsinnig viel weggelassen. Ich würde jetzt sagen, ich gehe jetzt mal einfach zum Undead Settlement, weil ich glaube, das war der erste Bereich, der so wirklich richtig challenging war. Weil diese Wall of Lothric, die haben wir eigentlich ganz gut hingekriegt, finde ich. Deswegen gehe ich da nochmal hin und ich laufe einfach alles nochmal ab. Ja? Und viertens, ich glaube, das wird eine chillige Folge. Ich habe heute Lust, ein bisschen mal ruhiger zu machen, mich ein bisschen mehr aufs Spiel zu konzentrieren. Ich war letzte Folge auch ziemlich aufgedreht, das war mir mal Tagesform. Ich bin ja immer so jemand, der so, weiß ich nicht, sehr launisch ist. Also an manchen Tagen bin ich komplett aufgedreht und habe übelstes ADS und finde alles funny ohne Ende. Und an anderen Tagen wie heute bin ich eher ruhiger drauf. Und ich habe keinen Bock, das zu forcieren und eine Rolle zu spielen. Deswegen wird das heute eher eine ruhigere Folge. Was aber auch okay ist, ne? Sag ich mal. Macht bitte Zwiebelritter. Ja, also wir gucken jetzt mal hier erstmal uns um. Und ich bin jetzt mal komplett im Game. Vielen Dank übrigens auch an meine neuen Mods. Ich habe jetzt ein paar neue Mods. Phil und Hadaway sind schon da. Ich glaube, der andere ist noch nicht da. Habe ich den Namen jetzt auch gerade vergessen. Irgendwas mit Music. Oracle Music oder sowas. Entschuldige bitte, wenn ich dich jetzt gerade verpeilt habe. Ah, hier haben wir mal drei Mods und die gucken jetzt ein bisschen im Chat, dass da ist hier schön allerartig seid, ja? Und die kriegen natürlich von mir überhaupt kein Geld. Gar nichts. Ich nutze die im Grunde genommen komplett aus. Die sind im Grunde so ein bisschen, ja, meine Diener jetzt sozusagen. Und das ist völlig in Ordnung so, weil, ne? So halt. Okay, jetzt gucken wir mal hier alles mal an. Guck mal, jetzt geht die Tür zum Beispiel auf. Ging die schon immer auf? Aber die müsste ich jetzt alle mega leicht platt machen, oder? Ich bin ja mega kräftig. Warum greifen die Hunde die Jungs an? Okay. Okay, die Tür ging jetzt wieder zu. Okay. Und heute wahrscheinlich auch wieder etwas weniger Chat-Einbindung in meiner Wahrnehmung. Weil ich will jetzt mich mal echt umsehen. Ich bin hier, glaube ich, auch... Ist ja auch oft so, wenn man ein Spiel Let's Playt für Leute. Ich habe jetzt ja auch schon ein bisschen meine Erfahrung. Bei Rocket Beans habe ich auch einige Spiele durchgespielt mit Zuschauern. Da ist das dann schon gerne mal so, dass man dann auf ob des Entertainens oder dem Drang zu entertainen und alles zu kommentieren, dann wirklich oft einfach das Auge nicht hat für Sachen. Und das habe ich, glaube ich, und da muss man sich immer eingrooven, wollte ich damit sagen. Genau, man muss immer sich ein bisschen einspielen. Eingrooven in das Let's Play. Und, Und ich glaube, an dieser Stelle war ich da nicht. Krillix7 und Söbel, vielen Dank für die Subs. Leute, richtig geil. Wir haben jetzt über 500, wie gesagt, und das ist schon echt ein nicer Support. Thanks, guys. Die one-shot ich jetzt alle hier, ne? Ja, genau. Also wie gesagt, und dann war ich, glaube ich, hier am Anfang in dieser Stelle noch extrem, ja, noch nicht so eingegroovt in dieses Let's Play. Und das bin ich jetzt ein bisschen besser, deswegen können wir uns hier nochmal umschauen. So, ich gucke mal nochmal ganz kurz. Ich kam ja von hier, ne? Und da hinten waren die Viecher. Warum war denn, mich wundert gerade, warum hier so kurz hintereinander Bonfires sind. Weil hier oben ist ein Bonfire, da kam ich gerade her. Servus, Nico. Und hier ist aber direkt wieder ein Bonfire. Ist das normal? Ich kann mich auch gar nicht an die Gegend erinnern. Ich wüsste jetzt hier aber nicht, wozu denn. Quagmire? What? Giggity. So, was ist denn hier? Rolling required ahead. Warte. Ich will den Blutfleck sehen. Ja, nee. Not gonna do it. Falle, Schweine.
Ja, ist ganz cool, das mal neu zu erkunden jetzt hier alles. Ich kann mich ja an nichts erinnern. Ich gucke jetzt auch gerade ein bisschen vielleicht über sorgfältig auf alles, weil ich da das Gefühl habe, ich könnte auch hier vielleicht ein paar Items vergessen haben oder nicht genommen haben ganz am Anfang. Das Geile ist, wir sind natürlich jetzt viel zu stark für die Gegend, ne? Also wir haben ja jetzt ja schon Level... Warte mal, was sind wir denn eigentlich? Soul Level... Lalalala, wo steht's? Nee. Hier? Nee. Hier. Wir sind übrigens Warrior of the Sunlight. Wir sind Sun Level 43. Mhm. Warrior of the Sunlight. Wir sind beim Sunlight Covenant. Ist das so leer? Nee, das ist... Egal. So, hier ging es auf den Balkon. Ciao. Ja, ist natürlich geil jetzt hier, ne? Wir haben natürlich. Wir sind übermächtig hier. Das habe ich auch nicht gemacht, glaube ich. Ups. Ja, das wird, glaube ich, Bock machen jetzt hier. Ja, alle auf einmal. Ciao. Ja, die Dicke erstmal machen. Scheiße. Ja, das war vorher ein bisschen schwieriger hier. Oh, oh, Vorsicht, aber jetzt natürlich nicht cocky werden hier. Oh, oh. Okay, die haben Reichweite, scheiße. Oh, da ist noch einer! Nein! Das ist dumm! Wir sind dumm! Wir sind dumm, 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 dumm. Ja, das nennt man natürlich der Tod des Überheblichen, ne? Das ist der gute alte Tod des Überheblichen. Dankeschön. Denkt er kann hier aufräumen ohne Ende und der Hackbarz kommt rein und lässt ein Abo da und sagt ihm damit, nein, kannst du nicht. Du musst dich, auch wenn du ein Geiler bist, in Dark Souls immer konzentrieren und auch gegen die vermeintlichen Dummbatz-Gegner, die eine Reichweite von einer Milliarde Kilometer haben mit ihrer dummen, dummbatzigen Mistgabel, da musst du aufpassen, ja? Und das weiß da der Halde HD auch nicht, auch noch. Warum laufe ich eigentlich überhaupt da durch? Ich kann doch einfach zum anderen Bonfire reisen, der da hinter der Tür ist. Ja, der ganze Dummbatzen von dummen Idioten hier. Da war doch hier der Demon, den wir gemacht haben, ne? Okay, die ganzen Idioten, die gucken da alle in die Richtung. Ja, vielleicht sind es auch keine Idioten. Ich glaube, es sind diesen gut, diese komischen... Yay, Boba Fett, alles klar. Da müssen wir... Wir können doch einfach dann über... Wir gehen doch einfach durch die Tür durch. Wir teleportieren uns einfach da durch. Was soll das? Okay, jetzt nochmal konzentriert. Jetzt habe ich auch jetzt mal eine gute Einladung gemacht. Jetzt halte ich mal die Fresse und spiele das mal ordentlich durch, die ganze Gegend hier. Das kann doch nicht sein. Das sind die ganzen Hunde. Ich mache die lieber mal, bevor die irgendwie... Alle auf einmal! Nein! Muss doch mal einfach sein hier, die Scheiße. Der kann doch auch nichts. Hier noch irgendwie. Hier ist nicht irgendwas. Warum kann ich hier hoch? Ah, okay. Letztes Mal bin ich auf dem Balkon raus. Ist ja irgendwas saudunkel hier, ey. Wassler! Mario Wassler, danke für den Zap. Hier ist überall Fliegen gedöns. Hm.
jetzt gucken wir mal hier, jetzt bin ich mal skeptisch, ob ich da überhaupt jemals hingegangen bin, tatsächlich. Ich hab's Gefühl, nicht. Bin ich hier aber lang überhaupt? Ich hab's Gefühl, ich bin hier am Anfang nicht lang, weil ich Angst hatte, dass ich hier zu schlecht bin für, also, statsmäßig. Be wary of ambush, ja, den sehe ich doch. Ja, hier sind Items. Large Soul, ist gut. Ciao. Worker Gloves. Brauchen wir nicht. Haben wir. Trotzdem. Ah, der ist schon heftiger hier, der Kleine. Habt ihr gesehen, den Tritt? Profi bleibt Profi. Kisten mal kaputt machen. Dankeschön für das Abonnement. Pedopoppen 77, vielen Dank für den Zap. Blop, bra, bra. Das ist neu hier, Leute. Das habe ich noch nicht aufgemacht. Was ist hier? Habt ihr gesehen, da ist einer runtergefallen? Habt ihr den gesehen? Müsste ich aber doch die Seelen bekommen, oder? Das ist doch irgendwie, oder? Oh shit. Wer hat. Was? Hä? Okay. Scheißen Dreck. Sandlerkönig. Unterstrich Twitch hat einen Sub da gelassen. Das finde ich gut. Das finde ich einfach gut. Sage ich dir ganz ehrlich. Okay, Lel, ich bin da einfach gerade gestorben. Warum? Weiß ich nicht. Gestorben. Fick doch hier mal. Zack! Komm, wir machen Profi-Move. Ich mach. Ah! Nein! Ich wollte gerade sagen, ich mach profimäßig mal konzentriert und dann krieg ich von dem direkt so eine Missgabel ins Face. Nein, dein Ernst, was ist das denn für ein kleiner Wichser? Ich nehme jetzt noch keinen Estos, komm, das sind doch alles so Kacker-Gegner hier, ey. Pippi-Gegner, sagt man, glaube ich. Kacker-Gegner! Du bist ein Kacker-Gegner! Ich kann nicht richtig rein, ich Himbeereis. Himbeereis? Himbeereis. Okay, der schmeißt mit Bomben hier, Alter. Das habe ich mir gemerkt. Jetzt kommen die anderen zwei, kommen jetzt irgendwo, oder was? Ja. Okay. Ich hab doch die Moves. Like Jagger. Das ist so geil, dass ich auch für die meine Sprüche und Witze einfach so wiederholen einfach irgendwann. Das ist wie in so einer, ich bin wie in so einer verrückten Spirale hier. So, wer schmeißt denn jetzt? So, ich guck mir gleich mal an. Da oben, oder was? Wo, wo schmeißt der dann? Ich sehe ihn nicht. Okay, da ist wieder der Topfmann. Ich sehe halt nicht, von wo der schmeißt. Das ist mein Problem. Gerade da oben. Okay. Erstmal kurz zur Seite. War da aber jetzt da noch was, wo ich hätte hin können? Ich bin gleich mal an. Ich will erstmal die zwei da oben vom Dach kriegen. Ich werde fertig mit dem nächsten Video. Ups, Vorsicht, muss man da fahren. Jetzt sind wir wieder da. Ah ja, okay. Das sind jetzt langsam die Stellen, wo wir auf jeden Fall hier am Anfang noch ziemlich zu kämpfen hatten. Ich meine, da ist aber was. Ich lasse mich jetzt von diesen Bombentypen da jetzt nicht irgendwie euch aus der Ruhe bringen hier. Hier muss doch irgendwas sein. Noch. Ich geh mal andersrum nochmal. Da muss ich doch irgendwie hinkommen, da oben. So, dann geh ich nochmal über die Brücke und dann rechts lang. Die
Ne? Jetzt links oder rechts? Ich geh mal rechts. Ich habe das Gefühl, rechts war ich nicht am Anfang. Da ist ein Typ. Ich habe irgendwie Bock, den zu parryen. Einfach mal wieder ein bisschen reinzukommen hier. Ja, nicht so, der muss schon runterkommen. Ja, lass mal das. Doch. Okay, worst parry ever. Komm mal nochmal. Ja, läuft doch. Ah, oh, der. Man denkt, dass der. Man denkt irgendwie. Es ist irgendwie. Ist einfach schlecht für dich. Okay, da oben ist wieder das Feuer mit den Dudes. Und da geht's auch lang. Aber es ist hier lang. Da oben ist ein Item. Titanite-Shard. Nigga, das schlägt. So, hier war ich garantiert noch nicht. Bin mir ziemlich sicher. Okay, der hat rote Augen. Ist meistens ein bisschen... Wie wäre das ab? Ein bisschen meinen Parry üben, Leute. Fading Soul. Okay, hier war ich aber doch schon mal. Da kam ich von der anderen Seite. Oh, hier ist so ein... Es ist super. Das ist gut. Ich check auch ganz selten für Shortcuts oder sowas, muss ich auch mal sagen. Sau dunkel hier drin. Like a dream. Okay, was? Ach so. Mhm. Und hier wäre quasi der Raum gewesen, wo ich reingekommen wäre, wenn ich oben rumgelaufen wäre, ne? Okay. Ja. Okay, da gehen wir. Da oben braucht man nichts. Da haben wir schon aufgeräumt gehabt. Ich gehe nochmal jetzt durch das Loch. Hier oben und dann unten weiter. Lel. Lel, lel, lel. Ihr wisst genau, was ich denke. Erla, jetzt mal aus. Aha. Was ist hier? War ich... hier bin ich wohl also schon mal durchgebrochen scheinbar, weil hier war doch bestimmt ein Item. Hier hatte ich nämlich dann beim ersten Mal richtig Schiss, das weiß ich noch. Vielleicht habe ich hier Sachen übersehen, wo ich hätte mal nicht umgucken können. Zum Beispiel hier drin war ich gar nicht. Ja, bitte. Ja, der. Ist der schon tot? Achso. Ich dachte, das wäre so ein Penner. Macht mir jetzt gar keine Angst mehr. Aber hier zum Beispiel habe ich das. Ah, guck mal, das sind alles neue Sachen. Titanite Shard. Ja gut, okay, die gibt es aber wie Sand am Meer bei Dark Souls 3, das Gefühl. Und damit meine ich viel. Mit Sand am Meer ist eine Metapher quasi für viel, weil es gibt viel Sand am Meer, weißt du? Meistens am Strand sehr viel Sand.
Ich bin ganz schlauer, deswegen nehme ich so Metaphern immer, um zu sagen, was ich meine, damit es cooler geht. Wie die Ausraste da oben! Schnauze! Hier ist doch neu, da war ich ganz sicher noch nicht. Kann man da aber überhaupt lang? Jetzt kommt die hier runter, oder was? Oh, Vorsicht, wenn die Grab ist, schießt. Ja, komm mal hierher. Ja, mach wieder deinen Scheiß. Ich schieße gegen die Wand wie so ein Idiot. Bist du dumm oder so? Kann das sein? Kann man die backstabben? Ja, kann man! Das ist die Antwort darauf. Utzgedöns kriegt dafür mein Dankeschön für den Zap. In Form eines Todes dieser dicken Zauberin, die ich mal die Treppen nochmal hochschieb. Boah, pff, Gott, die Desaster gerade. Okay. Da ging es also nicht. Ja, ich weiß nämlich beim ersten Mal hier durchrennen. Da habe ich hier vor allem Angst gehabt. Also vor allen Dingen Angst gehabt. Und vor allem Angst gehabt. Das ist beides sogar richtig. Mann, heute ist ein richtiger Deutschkurs hier. Wir reden alle. Wir nehmen alle Redemöglichkeiten. Hier war ich zum Beispiel never ever. Vielleicht ist ja hier was. Aber andererseits fällt mir gerade auch ein, das sind wahrscheinlich alles nur so Kack-Items, weil das ist ja noch eine Scheiß. Ist ja noch ein Scheiß hier. Titanite Shard zum Beispiel habe ich ja unten 100 Milliarden schon aufgesammelt. Naja. Oh, was ist denn da für ein Drop? Nochmal ein Titanite Shard. Titanite Shard! Titanite Shard! Klingt wie sowas, was so Dings sagen würde. Wie heißt nochmal der Wie heißt der nochmal? Dieser mit dem diesen London-Akzent. Der Rapper. Dankeschön für das Abonnement. Paul McCartney. Keine Ahnung, wovon du sprichst. Eminem. Oh, Leute, ey, ihr seid wieder. Also, wo ist. Dizzy Rascal! Genau. Und das ist doch voll das Dizzy Rascal-Wort irgendwie. Titanite Shard! Titanite Shard! Track in 01. Und The Fat Tony Lead, Alter. Danke dir für die Subs. Also, danke euch für die Subs. Titanite Shard! I'm a Titanite Shard! Vertraut mir einfach, das ist so ein Wort. Warum ist Donny wieder in diesem Gebiet? Das wird die, so nennen wir vielleicht die Folge. Das habe ich schon ein paar geschrieben, habe ich immer gesehen. Weil ich nochmal ein bisschen meine Steps retracen will, weil ich glaube, ich vieles Wichtiges übersehen habe. Ja, hau halt ab, ich mache jetzt jemanden Backstrap. Geht gar nicht, weil er kaputt ist. Aber er ist kaputt. Ike Turner, 69. Ja, was heißt denn wohl wieder diese 69 in dem Namen, ha? Ike? Ike? Was hast du denn da wieder dabei gedacht, du schmutziges Pferd? Ferkelchen, du. Du schmutziges Ferkelchen, du. Hast du dir wieder gedacht, du machst dir sowas ganz Schmutziges in die Titel, damit du ein bisschen schmutzig bist? Oh, nerv doch nicht. Du auch nicht. Ja, Leute, jetzt mal ehrlich. Ihr seid doch Kackgegner, das wisst ihr doch selber. Was wollt ihr von mir? Mich töten wahrscheinlich. Oh shit. Ich muss kurz aufpassen tatsächlich. Nein! Tot! Dankeschön für das. Ja! Die geben halt auch kaum Seelen, ne? Das ist das Problem. Schracker! Danke dir für den Sub, Leute. Bald haben wir die 600. Dann geht's aber richtig ab. Dann kann ich mir aber mal richtig mal sagen, Leute, jetzt geht's ab. Wieder worst motivational Redner ever. Ja, und wenn ich das Ziel erreicht habe, dann kann ich mir erst recht sagen, Leute, jetzt gehe ich ab. Kann ich dir durch die Wand? Nee. Rote Augen, Vorsicht. Ja gut, okay, jetzt, die Gegend war vielleicht jetzt im Endeffekt doch nicht ganz so wichtig, aber naja, ich wollte es mal gewusst haben.
Hier geht's auf jeden Fall jetzt bald wieder in die Gegend, wo schon auf jeden Fall mehr Herausforderungen ist. Das weiß ich noch. Hier kam da auch der erste Boss, ne? Links. Wo es dann runterging. Da ist ein Bonfire. Aber hier ist nochmal der Ritter. Vielleicht kann ich den Ritter nochmal ansprechen, der da gewartet hat. Weißt du, am Bonfire? Oder an dem Feuerplatz? Wie mache ich denn die jetzt am schlauesten? So, ne? Und dann die Aldre von hinten. War übelst gestaggert gerade. Not gonna grab me, motherfucker! Warum ist der noch am Leben, der eine hier? Der hat ein HP. Oh shit. Ups. Das war jetzt gerade nicht so sauber. Jetzt weiß ich auch, was das Geräusch ist übrigens. Die haut mit dem... Das ist, wenn die ihren Stab auf den Boden haut. Wisst ihr noch, wo ich dachte, da wäre ein Schmied? Ich hab's jetzt erst gecheckt, dass dieses Geräusch... ihre komische... Was weiß ich, was das ist, ist da auf dem Boden. Guck mal, da, also da war ich wieder. Ja, jetzt sieht man auch wieder dieses Interconnected mehr. Ich bin aber mir jetzt viel mehr über das Level bewusst gerade an. Warte mal ganz kurz. Sowas ist mir beim ersten Mal jetzt gar nicht aufgefallen, diese Interconnectedness, die ja eigentlich immer geil ist bei Dark Souls. Ich habe das gar nicht wahrgenommen, dass hier oben ja quasi, da bin ich ja vorhin kurz gewesen. Habt ihr gesehen? Da bin ich ja wieder andersrum und jetzt... Ja, manchmal muss man das halt nochmal abgehen. Da unten war ich zum Beispiel auch noch nicht, aber da kann ich ja nicht droppen. Aber da, wie ich da hinkomme, würde mich schon interessieren. Sag ich euch ganz ehrlich, da muss doch auch irgendwo hingehen. Na, ich mache erstmal die Gegner hier platt. Bisschen einzeln machen. Wie schnell der jetzt sich gedreht hat, ey, was geht? Aua! Schmeiß deinen Topf nicht in meinen Arsch! Auf mich drauf! Wo ist denn der jetzt aber hin? Ist der. Der ist runtergefallen und lebt aber noch. Okay, warte mal, die Great Machete, die müssen wir abgucken. Great Machete. Ja, die ist nicht so geil. Wie viel Stärke habe ich denn eigentlich? 18, okay. Hier lang. Da unten waren die Ratten, ne? Und hier war ein Bonfire auch irgendwo, oder? Da oben, ja. Okay, und jetzt die Gegend hier, das weiß ich auch noch. Der Typ da kann uns zwar egal sein. Und hier war dieser Wort. Jetzt gucke ich mal, vielleicht sagt er jetzt was anderes. Hier zum Beispiel rechts in dem Gang war ich noch nicht. Da kann ich aber auch noch nicht lang. Aber da will ich mal hin. If I only had a key. Weil da kommen wir doch bestimmt dann da rein, wo es nach unten geht, da bei der Brücke da hinten. Naja, vielleicht sagt er jetzt was anderes. Which is a lost cause. Couldn't even become a firekeeper. Keine Stimme. Oh, she's beyond repair. Oops. I tell you. The woman's a lost. Couldn't even. She's beyond repair. Ich will das Zeichen lesen, nicht dich anhören. Try down. Naja, ich meine, das ist machbar, der Drop, ne? Ah, ich war mir sicher, der reicht. Wo bin ich? Oh, ich bin ja ewig weit weg. Nee, da gehe ich ja jetzt. Da reise ich hin. Ember dann down, ne? Das ist mir nicht zu. Das ist mir nicht wichtig genug, da hinzukommen. Wo war es denn jetzt hier? Wollte ich. Nee, da unten ist nichts. Naja, wo komme ich denn jetzt dahin, dass ich nochmal. Hier, ne? Ich wollte es nochmal abgehen kurz. Ah, ich hasse es runterzufallen irgendwo. Ach, da geht's zu den Ratten, ne? Und dann geht's. Ja, okay. Dann machen wir es halt so. Obwohl ich das alles echt nicht abgehen muss, ne?
Ey, ich habe übrigens, es ist ein neues Emote übrigens im Ding. Ich habe heute eins angelegt. Ich glaube mit dem Code Donny10 und dann EO, E-Y-O-O, also für die Leute, die gesubbt haben, da habt ihr jetzt auch was davon. Ich habe nämlich gedacht, wenn so viele Leute subben, muss ich dir noch was bieten. Jetzt habe ich ein Emote gemacht. Da ist er. Guck. Aber der ist cool, oder? Aber ich habe, das ist so meine Logik. Ey, guck mal, die Leute. Die Leute subben mich. So, was kann ich den Leuten zurückgeben? Ja, ich nehme mir die 10 Minuten, um einen Sub zu ein Emote anzulegen. Warte, ich sehe deinen Sub gerade nicht. Der ist jetzt weg wegen den ganzen EO-Gesichtern. Ja, okay, jetzt werden die natürlich gespammt. Danke, Leute. Ich finde das witzig. Aber spricht für den Stream. Guck mal, wie viele Leute gesubbt haben, wie viele Leute den haben. Hier, guck mal, das ist ein richtiger Spam von dem Emote. Geil. Finde ich witzig. Made my day! Soll ich da runter oder nicht? Da ist ein Funkle Title Knight und ein... Und wahrscheinlich irgendwie ein Pimmel-Item. Okay, ich werde ambern und darunter springen, wenn ihr sagt, eins in Chat, dass ich es machen soll, zwei in Chat, wenn nicht. Und ich bitte nicht zu trollen. Dann amber ich und gehe da wieder hin und spring da runter. Da kann man nicht droppen. Okay, viele zwei. Ich habe einfach keine geile Zuschauer, Mann. Die sind einfach auf meiner Seite. So sieht es nämlich aus. Danke, Leute. Okay, ich spring da nicht runter. Ich hätte es nämlich wirklich sonst gemacht. Nein, das klappt nicht. Das sind eh nur ein paar Seelen, oder? Scheiß auf die Seelen. Da komm ich nicht so schnell mit. 600, ja, whatever. Ne, 5000, okay. Scheiße. Ha! Lel! Okay. So, Zwiebelmann muss jetzt bald wieder kommen. Leute, jetzt geht's wieder. Jetzt, es war gut, dass ich hierher zurückgekommen bin. Glaub mir. Jetzt gehe ich das nochmal alles ab. Da ist auch jetzt da, wo wir den Fire Demon gemacht haben und so. Und, gucken wir uns nochmal um hier. 1, 2, 3 Logos, schon im zweiten Monat. Ist der Dicke wieder da? Fragt er. Hier haben wir unseren Kollegen getötet. Dankeschön. Unseren eigentlichen Freund. Und Mulord lässt auch noch einen Sub da. Leute, hier oben war sonst nichts, ne? Ja. Ja, und ich meine, man muss es schon fürs Protokoll sagen. Eine kleine Entschuldigung muss ich schon loswerden jetzt für Leute, die jetzt vielleicht im VOD jetzt gerade sich so ein bisschen denken, jetzt läuft ja das alles nochmal ab. Das muss einfach sein, damit ich wieder richtig reinkomme. Ich habe das Gefühl, ich hätte das auch privat genauso gemacht. Das habe ich bei Dark Souls 1, wie gesagt, auch oft gemacht. Wenn ich nicht so, wenn ich in so Gegenden, ich glaube beim ersten Mal, als ich das gemacht habe, war, als ich unten bei den Geistern war, bei Dark Souls 1, kennt ihr das? Da habe ich dann nochmal alles neu gemacht, weil ich habe die Gegner zwar schlagen können, aber ich habe immer 3-4 Schläge gebraucht und wusste nicht so richtig wohin und dann bin ich alles nochmal abgelaufen und dann habe ich auf einmal das alles in einer neuen Perspektive gesehen und dann, aber hier ging es auch irgendwie, hier muss ich doch abspringen irgendwo. Das geht doch jetzt. Wo war denn das nochmal? Scheiße, ich hab's vergessen, wo das denn nochmal abging. Nein! Ah! Scheiße. Ah! Scheiße. Ah, ihr Schweine, guckt's doch eh nur, weil ich sterb die ganze Zeit. Lacht ihr euch ins Fäustchen hier zu Hause mit eurem kleinen Abo. Ja? Immerhin. Ich könnte ja auch hier oben laufen, wenn wir dann auch. Komm, wir ballern jetzt einfach schnell dahin. Das wird doch geil jetzt. Ich weiß jetzt, was ich machen muss. Wahrscheinlich hätte ich auch dahin teleportieren können, wo ich gerade hingehe. Scheiß drauf, ich will die Ratten nicht haben. Rattenmann, lass mich! Ich habe die Katakomben noch nicht durch. Ich habe den Endgegner einfach übersprungen, weil ich ein kleiner Cheater bin gerade. Also nicht Cheater, sondern Cheeser. Lasst mich in Ruhe mit euren Töpfen. Ich habe genug Töpfe. Ich bin Tim Melzer. Ah, nein, Hunde! Ausdauer! Bald weg! Und jetzt schnell! Renn! Und auf in den Aufzug! Der ist aber nicht mehr da, glaube ich! Ich brauch die! Doch. Haha. Alles gut, ihr Idioten. Jetzt geht's runter! Doch, ist doch richtig so. Da gehe ich zwar runter. Da wollte ich eh hin. Alles wie geplant. Ist alles nach Plan gelaufen, Leute. Ich hab euch wieder getestet. Ja, ich wollte nur mal gucken, ob ihr es merkt. Ich wollte hier eh hin. So, hier unten war der kleine Wort. Der kleine Wort. Klingt wie der kleine Lord, aber ähnlich. Tough Enemy Ahead, der war überhaupt nicht tough.
Du Noob. Was war denn hier noch los alles? Was kommt hier nochmal für eine Gegend? Hier ist der Sumpf, ne? Jetzt überlege ich gar. Ich wollte aber eigentlich zum Zwiebelmann oben. Okay, nochmal eine bewusste Aufruf an alle im Chat. Für diesmal ist Backseat Gaming Allowed. Eins dafür, dass ich nochmal zurückgehe auf den Aufzug und dann zum Zwiebelmann gehe. Zwei, dass ich jetzt hier nochmal einfach direkt zum Sumpf gehe und den Sumpf mache hier. Interessiert mich jetzt. Okay, es sind viele Einsen. Sieht überhaupt nicht so aus. Ich habe gerade geguckt, wo mein Auge ist. Das geht ja gar nicht. Stimmt, das sieht gar nicht so aus, als ob ich das so angucke. Ein paar Zweien waren dabei, aber es sind überwiegend Einser. Genau wie in keinem einzigen meiner Zeugnisse in der Schule. Also nochmal zurück. Aber ich könnte doch mal kurz rasten hier. Nee. Rasten Fahrrei. Jetzt checke ich wahrscheinlich aber wieder nicht, wie ich den Aufzug bediene, richtig. Mescalero Music. Ich muss dich noch zum Mod machen. Sorry, ich hab's. Ich mach's gleich. Wo geht's? Jetzt geht's einmal hoch und wenn ich jetzt wieder runtergehe, dann geht er wieder hoch und dann ist der Dicke wieder da. Nein! Ah! Warum? Kann ich übrigens auch mal den beschissenen Hut ausziehen, ey? Mich ein bisschen geiler machen mal wieder? Jetzt ist doch eh gerade nur geiles Aussehen gefragt. Ja, Mann. Was muss ich denn jetzt machen, damit der hochgeht? Wieder. Geh hoch. Nein, warum gehst du immer runter? I don't get it. Ich geh jetzt in den Sumpf. Schon wieder keinen Bock. Einmal drauf und weg, ne? Ja, stimmt, komm. Das ist eigentlich unglaublich, wie man so einen scheiß Content kreiert, den sich auch noch 1000 Leute angucken. Das ist manchmal schämig, wirklich. Und jetzt? Ja, jetzt kommt nämlich der andere. Und ich glaube, auf der Seite war es. Ja. Ah, geht doch. So. Jetzt sind wir, müsste eigentlich unser Siegmund hier irgendwo noch besoffen rumliegen. Ich glaube, ich gehe zum Sumpf gleich, aber ich will noch mal kurz gucken, weil der ist ja auch so lustig. Aber der ist nicht mehr hier. Okay. Mhm. Cool. Hat also nichts gebracht. Die Gegend ist auch echt mehr als weird. Guck dir mal die Dächer an. Was geht mit den Rädern ab? Alle verdammt. Oh, da ist ein Item. Das lasse ich mir doch nicht nehmen. Ich lasse mir doch ein Item nicht nehmen. Northern Armor, Northern Helm, Northern Gloves and Northern Trousers. We are... Winter is coming. Ist das cool, das Zeug? Northern Helm. Ist gar nicht mehr so schlecht. Komm, Fashion Swords kurz. Geil, so Wikinger-Style, Alter. Nicht schlecht, gefällt mir. Vom Aussehen.
Aber ich bin ganz schön langsam damit. Irgendwie habe ich das Gefühl. Hier weiß ich noch, da habe ich noch die, hab ich voll die Orientierung verloren beim Essen, ne? Ja, da ging es wieder zurück und hier ist nichts. Aber es war so eine Falle. Das weiß ich noch. Ich glaube, ich gehe zum Sumpf, Leute. Weil Sumpf ist eindeutig die Gegend, wo wir wirklich, also wirklich viel übersprungen haben. Aber ich brauche jetzt ein Bonfire. Irgendwas verpasse ich hier. Und zwar die Abbiegung hier, ne? Ich wusste es. Ich hab grad dagegen geschlagen. Die chillen hier auf der Veranda. Okay, wow, was the fuck ist das? Be wary of above. Okay. Dann sollen die mal runterkommen. Das. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier schon mal war, tatsächlich. Okay, da sind zwei dicke. Warum nicht? Das gar nicht so krass, Scheiße. Das ist nur schlimmer gemacht. Richtig? Aua! Hä, die müsste doch schon tot sein jetzt. Ja, ein bisschen messy. Ich hätte eigentlich gedacht, die wäre tot. Okay. Das ist definitiv neu. Ich war hier letztes Mal. Ich war hier nicht. Ich habe, glaube ich, diesen einen Gang, die einfach da rechts abbiegen, das habe ich einfach nicht gesehen. Und ich rede wieder wie ein Badenzer. Immer mit Fragezeichen am Ende von jedem Satz. Ich komme aus Freiburg. Da reden wir immer so. Ich komme aus Freiburg, da reden wir immer so und da hauen wir uns die Emotes im Chat rein, Tendo. Warte mal ganz kurz. Das muss ich noch kurz machen. Geht ganz schnell. Ich muss schnell hier. Alles klar. Sorry, jetzt geht's weiter. Bin ich überhaupt im richtigen Overlay? Frage ich mich mal. Okay, gut. So, ich bin jetzt auf dem Dach hier. Torben auf dem Dach. Ich weiß nicht. Ne, ich war hier nicht. Guck mal, hier sind die. Ich gehe ganz hoch mit der Stimme. Flint's Ring! Was ist das? Was ist das? Da. Lowering Equip Load increases attack. Aber wie viel tut's? Vorher war ich. Hä? Aber wie viel. Hat er, oh, hä? Aber es macht mich schwerer, wenn ich es anziehe.
Also increases attack und lowers equip load ist eigentlich geil, aber ich glaube, das hat so eine kleine Auswirkung, dass es nichts bringt. Geht's hier auch noch lang? Vielleicht ist hier ein Item. Nups. Oh, und jetzt kommen wir mal hoch in diesen Terrain. Hey, da geht's nicht rein. Wo geht's denn da rein? That's what he asked. Donny, mach nicht immer so Sex-Jokes! Jetzt ist mir aber hier, das war's jetzt, oder was? Für den einen Ring. Der eine Ring ist zu knechten. Oh, da könnte ich natürlich draufhüpfen, ne? Aber was bringt's mir? Nix. Da kann ich ja nicht langlaufen. Nee, das mach ich nicht. Ja, super, jetzt war ich hier oben und jetzt ist ja gar nichts hier. Na toll. Tolle Wurst. Na gut. Dankeschön für das Abonnement. Vielleicht hier so? Ey, Conchilla! Conchilla Wurst. Vielen Dank fürs Sub. Hier muss doch was sein, Leute. Ich sehe es doch peripher im Chat. Jetzt passt aber auf mit dem scheiß Backseat Gaming! Was ist hier? Ah. Guck mal da. Da kann ich doch runter. Nee, das ist doch der Turm. Das ist doch der eine Turm, wo der Typ drauf war. Bin mir nicht sicher gerade, ob das der Turm ist, wo der Typ drauf war. Vor allem, ich habe gerade in den Chat geguckt und das Einzige, was ich sehe, ist... Warm. Warm. Ich mache jetzt einfach reine Logik. Ich kann nur dahin jetzt. Also dahin. Wehe, das ist der Turm, wo ich schon mal war. Dankeschön für das Abonnement. Nein, das ist neu, geil. Homeward Bone, okay, das ist schon mal ein Zeichen. Das ist immer gut, Homeward Bone. Das heißt, vielleicht kann ich hier gar nicht weg, außer mit dem Homeward Bone. Kumavi hat einen Sub dagelassen. Be wary of agony. Das ist nie ein gutes Zeichen und das ist neu hier. Okay, nice. Was mache ich denn jetzt hier? Try rolling. Schnauze. Ich will lieber auf dem landen. Oh, guck mal, da hinten. Da kann man so lang. Ha! Ja, nice. Okay, das ist alles neu hier. Okay. Aua. Trotzdem aua. Mira. Da ist da was. Also, wenn der Ring so gut ist wie bei Dark Souls 1, dann hat sich das jetzt schon extrem gelohnt, wieder zurückzugehen, die Sachen abzugehen. Und ich hab's zum größten Teil selber rausgefunden. Aber ihr müsst echt, damit ich überhaupt sowas gar nicht erst sagen muss, bisschen aufpassen, dass ihr nicht mal alles sagt. Aber ich hab schon ein bisschen gesehen, dass da was los ist. Raise Stamina and Recovery Speed. Nice, das ist wichtig. Den zieh mal an. Den anderen auch. Diesen mit dem Flynn haben wir dran. Calamity, Life. Und den. Das ist ein guter Ring, ne? Ja, aber andererseits, was beschwere ich mich denn auch? Ich meine, ich halte mich auch selber nicht an meine eigenen Regeln. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich gucke nicht auf den Chat und spiele blind, aber ich gucke ja doch immer auf den Chat. Weil es macht ja auch Bock, weil die sind auch witzig irgendwie manchmal. Nicht immer, manchmal. Selten. Fast nie. Es kommt vor. Aber... ich bin da wenigstens auch ehrlich, wenn ich halt sehe, okay, das hätte ich jetzt ohne Chat nicht wirklich gecheckt, ne? Also ich meine, das merkt ihr wahrscheinlich auch, ohne dass ich es jetzt kommentiere. Aber na gut, es ist ja auch Fun, es muss ja auch Fun machen und das macht auch Fun, also Schnauze jetzt.
So, jetzt sind wir wieder hier. Okay, wir sind jetzt... Ja, das ist eine ganz andere Stelle. Wir waren wirklich in einem neuen Turm. Okay. Da ist wieder die Alte. Die mit ihrem Stock auf den Boden haut. Das ist ihre Lieblingsbeschäftigung. Dicky, Dicky. Ich gehe jetzt zu dem Bonfire da oben und dann teleportieren wir zum Sumpf. Wo war denn nochmal der Bon? Der Bon. Bibi, die Bonfire! Where me Bonfire? Tell me where the Bonfire is, wer? Tell me where the Bonfire is. Ich hab das Gefühl, ich sterbe jetzt gleich. Weil ich nicht mehr weiß, wo der Bonfire ist. Der Bonfire ist. Ich hab einen Homeworld bauen, stimmt eigentlich. Ja. Oh, schnell! Oh. Ah! Nein! Ey, hat er den jetzt aufgebraucht? Nee. Puh, Freunde, ey. Das ist meine Session heute. Kurz mal nach dem Rechten schauen. Oh, das Licht ist sehr hell hier drin, oder? Ein bisschen weniger. Ich muss immer ein bisschen das. Ist die Schärfe. Dann ist alles grün. Schön. 560 Zuschauer, Leute. Das freut mich. Wir sind unstoppable. Und jetzt weiter. Ich bin echt ein bisschen hell hier in dem Licht, finde ich. Aber naja. So ist ein bisschen besser, glaube ich. Okay, also, jetzt reisen wir. Jetzt gehen wir nochmal in den Sumpf. Road of Sacrifices, da will ich nochmal runtergehen. Wie lange bist du heute noch on? Mindestens eine Stunde noch. Vielleicht sogar zwei. Ich bin noch fit. Und hab Bock. Und wir haben hier gemeinsam Spaß. Die Gegend habe ich zum Beispiel auch extrem überflogen, ne? Weil ich hier echt meine Probleme mit den Gegnern hatte. Aber das ist jetzt natürlich was anderes. Jetzt können wir hier natürlich ein bisschen frecher sein, auch ein bisschen gewagter uns verhalten, ne? Auch mal ein bisschen die Gegend besser abchecken. Ich wette, hier ist auch irgendwas, wo ich gar nicht war. Da hinten zum Beispiel. War ich da überhaupt schon mal in dieser Ruine da? Zwei auf einmal! Nice. Wer ist er denn? Warum haut er ab? Gib mal, zu dem mal schön woanders reinschieben, du Arsch. So. Ballern wir mal hier richtig, Leute. Torben von hinten haben die noch gar nicht gesehen. Mit dem rechnen die gar nicht hier. Da will ich hin. Da war nix, da weiß ich noch, da war irgendwie so eine Rüstung oder so. Idiot. Die NPCs hier nochmal abchecken, vielleicht wenigstens. Die Gegend war echt nur so ein. Oh yes,
Horace, he's not very talkative, but don't think ill of him. Der ist aber neu, oder? Horace? Nee. He's an upstanding, kind-hearted knight. A fine partner for this grueling journey. Without his help, I would have cursed this onerous duty long ago. What? Nach der Introduction? Was ist denn mit dem los? Okay. So, ich lad mal hier auf kurz. Weiter geht's. Leute, nee, nee, jetzt kommt der Sumpf hier. Ich muss jetzt mal... Normalerweise, ihr kennt mich, ich bin Hashtag Meter machen. Aber wir haben keine Eile. Ja? Das Spiel ist einfach geil. Das kann man dann auch mal zweimal eine Passage durchgehen. Guck mal, wisst ihr noch, wie viele Probleme wir hatten hier? Jetzt gucken wir mal mit unserem Level. Ich finde es auch immer geil, bei Dark Souls wieder zurückzukehren an so eine Stelle. Und dann einfach mal zu zeigen, wer der fucking Chef eigentlich immer schon war. Ja? Mit dem Scheiß hier. So nämlich. Ha, ciao. Das nennt man Backstep, da wo ich herkomme, du Arschloch. Ja? So, Two-Hit jetzt. Ha. Die ballern wir doch weg mit ihren dummen Stöcken da. Wisst ihr noch, wie die uns genervt haben, ja? Jetzt nicht mehr. Ach shit, ich wollte was Cooles machen. Nein, ich wollte hüpfen. Ja, klar. Kommst du denn her? Nein, schnell weg. Ah, Idiot. Stock ist bisschen schwer, ne? Nein, nicht. Ah, nein! Abbrechen! Nein, ich dachte, ich habe einen Estus Flask drin. Jetzt habe ich den Homeward Bomb benutzt und bin den ganzen Weg wieder zurückgewumst. Ich wollte doch nicht dahin. Jetzt, wenn ich schon hier bin, kann ich ein bisschen leveln, ne? Oder wir machen uns eine Bosswaffe jetzt mal. Hä? Was haltet ihr davon? Das können wir jetzt aber auch weiter upgraden. Ah. Breitschwert plus 6. Leute! Haben wir es halt plus 6. Titanite Chunk brauche ich dafür jetzt noch. Zwei. Einen brauche ich noch. Bosswaffe, ja. Was sind denn, warum sind die Bosswaffen geil? Und wo mache ich die? Bei dem Typen hier, ne? Lass mal kurz abchecken hier. Und warum steht er da jetzt auf einmal? Da ist der. Redet er jetzt? Schokolade! Schokolade! Hey, die sind jetzt wieder zurück hier. Okay, also die sind jetzt auch hier wahrscheinlich einfach und mit denen kann ich dann vielleicht was machen irgendwann. Schokolade! Ich guck jetzt mal an, wie viel die Scheiße kostet. Aha, da schon. Was hat er denn? Begin Transposition. Was hätten wir denn theoretisch da für eine Waffe? Okay, guck mal, Wolf Knight's Greatsword kostet 10.000 und sieht schon echt ziemlich geil aus. Wir haben den Hollowslayer Greatsword. Wir haben den Farangate, der sieht richtig geil aus. Warum hat denn der so eine Ab... so ein komisches... Der kostet ja auch nichts. Ich muss nur die Seele hergeben, damit ich den bekomme. Fällt mir gerade auf. Das ist mir gar nicht aufgefallen vorher. Wards Great Hammer brauchen wir aber 30 Stärke. Ey, guck mal, den können wir uns leisten. Und wir können da auch... Wir brauchen nur zwei Level Decks noch dafür. Ich mache jetzt den. Farangate, der gefällt mir.
Jetzt haben wir den. Und jetzt können wir den aber noch nicht gut benutzen. Demon's Fist. Na gut, es kostet mich ja nichts. Nee, aber habe ich die Seele davon. Soul of a Demon. Ja, können wir schon eine mal hergeben, oder? Das ist für Pyromancy, oder? Nee. Oder ist es zum Schlagen dann? Ich guck mal eben. Fists are equipped to each hand. Skill Flame Whirlwind. Spin to opposite with infinite flaming. Das klingt irgendwie schon ganz geil. Havelsring können wir natürlich auch machen, ne? Aber ist Havelsring nicht immer ein bisschen das Spiel so cheesen? Aber haben wir, ich habe ja auch die Stray Demon noch nicht. Soul of Burial Ward Vault. Bewitched Ring. Recovers HP with successful attacks. Ja, der ist doch gut. Das heißt, ich krieg für jeden Schlag. Jetzt warte. Ich krieg für jeden getanen Schlag. HP zurück? Ja, den mache ich auf jeden. Sorry. Wortseele war eh ein Witz. Den Rest gebe ich jetzt gleich aus für irgendwas anderes. Was ist das hier? Seelenpfeil? Ja, ich habe keinen. Treat the Firekeeper not with disgust. Ja, halt's Maul. So, jetzt gucken wir uns mal die Waffe an, die wir gerade gemacht haben, die geile. Da ist sie, guck mal, wie die aussieht. Ultra Gate Sword, Alter! Lass mal kurz sehen, trotzdem. Boah, die ist schon nicht schlecht. Zweihändig? Hä, ich habe jetzt so einen Dagger! Was, wie macht man den Dagger? What? Geht das auch an Wänden? Nee. Aber was ist das denn? Ach, guck mal! Ich kann so... Und dann... Fusch! Und dann... Suck. Okay, wir müssen Decks. Leute, wir brauchen jetzt noch zwei Decks, dann können wir die geil benutzen. Aber wir können uns noch nichts leisten, ne? Was kostet denn der nächste Level ab? Ja, 11.000. Okay, gut. Jetzt gehen wir weiter, aber wir benutzen noch das Great, hier mein Breitschwert. Und danach wechseln wir auf die Waffe. Und gleich ziehe ich den Ring an. Und jetzt gehen wir mal zum Sumpf nochmal. Aber nicht dahin, da waren wir jetzt, das haben wir alles gecheckt, da waren wir gerade wieder. Das ist auch cool, nochmal alles nochmal abzugehen, wenn man so ein bisschen auch checkt mehr, wo man eigentlich war, eigentlich was eigentlich zu was gehört und so. Hier war zum Beispiel die Abyss Watchers, ne, davor, also das davor alles. Und da waren wir dann schon in Cathedral. Ich glaube da, allein, guck mal, dass da so wenig Bonfires sind. Ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass ich keine gefunden habe. Ja, so ein bisschen in die Cathedral lockt es mich gerade schon. Aber wir machen mal ein bisschen noch dieses richtige so deep in the Sumpfgegend. Vielleicht gehen wir auch nochmal zu diesem Holztypen, zu dem Baumtyp. Zu dem kackigen, zu dem verfickten End. Komm, ballert nochmal den Eo-Smiley in Chat. Ich fand's so lustig aus vorher. Donny, Doppelpunkt Donny 10 E. Y-O-O. Mach mal alles richtig viele. Das sieht doch so abartig aus. Kann ich das sogar so machen? Hey, bisschen Spaß muss auch mal sein, Leute. What? Okay. Let's go. Weiter geht's. Oh, es dreht sich wieder. So. Da... Ja, warte mal, ganz ehrlich, Freunde. Mir fällt gerade auf, dass ich eine Gegend noch gar nicht abgecheckt habe, richtig. Und zwar, wir gehen noch einen weiter. Overlay. Jetzt aber, oder?
Passt, oder? Oder wurde ich getrollt? Und zwar, warte mal. Da muss kurz vor den... Ja. Passt mal auf. Chat ist da, alles da. Wartet mal, mir fällt gerade auf. Ah ne, hier wollte ich gar nicht hin. Ne, 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 ich will woanders hin. Ich will noch an einem weiter. Sorry gerade, ich hab's... Wo ist denn nochmal der Bonfire, wo es kurz bevor... Ja, hier, also, kurz bevor man zu den Abyss Watcher geht. Und ich habe jetzt eine... Ich hab, glaube ich, eine Vermutung, dass ich da in die eine Richtung gar nicht weiter gegangen bin, obwohl da eigentlich noch was war. Wisst ihr noch? Guck mal, hier war noch... Da bin ich immer losgegangen zu den Abyss Watchern hier. Ne, haben wir öfter gemacht. Aber in die Richtung bin ich, glaube ich, gar nicht weiter gegangen. Und das ist ein Fragezeichen der Röpser gewesen. Das macht man nur, wenn man sich nicht ganz sicher ist. Aber kann auch sein, dass ich von hier kam und das ist alles falscher Alarm, aber ich glaube, war ja nicht so richtig. Ich will's wenigstens mal abchecken kurz. Da ist ein Hebel. Wie jetzt? Okay, jetzt chill doch mal. Du mal bitte dein Gesicht gerade. Ich sehe doch da auch ein Item und so. Da war ich noch nicht. Nee, 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 nee. Guck mal. Und da ist ein... Da ist ein... Da ist ein Dark Knight, Freunde. Habt ihr Bock? Ich hab Bock. Guck mal, wie die Idioten sich angestellt haben. Wahrscheinlich schlecht. Ich hab so eine komische Mütze auf. Roll mich hier mal und dann sterbe ich. Nicht ich. Oh, scheiße. Aua, der tut echt weh, ey. Die auch ein bisschen. Ja! Oh, du bist tot. RIP in 3, 2, 1, sagt hier einer im Chat. Ambe 91. Mal schön mal raus hier. 5 Minuten in die Ecke. Doch nicht mit mir. Black Knights esse ich zum Frühstück. Oder Dark Knights. Dark Knights oder Black Knights? Ich weiß immer nicht. Ich war hier noch nicht, Leute. Das ist neu. Sellsword Helm. Söldner. Die haben sich Söldner rumgetrieben in diesen Landen. Ich finde die einfach geil, diese Black Knights. Die sind einfach die geilsten. Die sehen einfach so cool aus. Ich hatte so Schiss vor denen immer in Dark Souls 1, immer als ich die zum ersten Mal getroffen habe. Diese eine Stelle, wo die mit den Pfeilen schießen. Eieiei. Cessor Twin Blades. Das ist ja alles neu hier, Leute. Aber vielleicht ist ja auch nur eine Sackgasse und das war's. Vielleicht war das auch eigentlich das erste Mal, dass man... Something ahead? Farron Coal. Ah, guck mal, jetzt weiß, wo das ist. Ist hier vielleicht ein Geheimgang? Weil hier steht something ahead. Warte mal kurz. Diese Kohle will ich mir angucken. Enable heavy, sharp and poison infusion. Aha. Damit kann man die Waffe geiler machen. Na gut. Dann waren wir auf jeden Fall hier. Vielleicht war das tatsächlich eigentlich so, wenn ich jetzt hier nochmal hingegangen wäre vorhin. Das ist das erste Mal, wo man einen Black Knight oder Dark Knight trifft. Liar Head. Ja. Gut, dann geht's jetzt tatsächlich nochmal in die Kathedrale. Wir können jetzt einmal leveln auch. Hier war ich auch noch nicht so richtig mit diesen Pilzen. Die sind meistens immer ziemlich... Die hauen immer meistens ziemlich rein. Okay, so nicht. Okay, mit einem hat ein bisschen viel Respekt gerade davor. Aber hier sind doch locker Items, die ich noch nicht habe. Ja.
schaue mich hier trotzdem mal um jetzt kurz, Leute. Habt ihr gesehen, so seitlich beide. Bap! Oh, okay. Doch, doch, ich kam hier schon mal und dann kam ich von da. Ja, guck mal, da. Siehst du jetzt, da geht's runter? Ja, ja, guck mal, und da waren die Typen mit den langen Stöcken. Weißt du? Es ist immer wichtig, dass man nochmal so abgeht, finde ich. Dann sieht man auch diese. Dann schätzt man auch das. Wertschätzend. Wertschätzt man auch dieses Level-Design. Oder das Level-Design. Weil das schon geil gemacht ist, so. Alles ist interconnected. Aber ich kann hier jetzt nicht viel machen, ne? Obwohl, hier kann ich normal laufen noch. Aber hier, ne, hier nicht mehr. Das ist zu tief. Die Frage ist, die große Krabbe. Die krosse Krabbe. Die kommt immer, wenn man sie nicht braucht. Aber die geht nicht aus dem Wasser, ne? Die sind mir zu heftig noch. Okay. Also, let's go back. Und teleportieren, Kathedrale. Aufräumen da nochmal. Oder halt zu den Katakomben. Ich meine, wir haben den Boss halt nicht gemacht, ne? Ah, shit, falsch rum. Wir haben den Boss da nicht gemacht. Dieser Riesenskelett. Hm. Bombly, das ist lieb, dass du das sagst. Ich weiß immer nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn jemand sowas sagt, aber ich freue mich. Ich glaube, das ist auch das Letzte, was man hören will. Weil, schon mal vor, du sagst, du bist in ein Mädel verliebt oder wen auch immer. Und dann, also auf die andere Art verliebt. Und dann sagst du so, ich liebe dich. Und dann ist das die Antwort. Ah, okay, cool. Ja, ich weiß immer nicht, was ich da sagen soll. Aber ich freue mich. Ciao! Und dann einfach weg. Aber hey, guck mal, Bombly hat direkt einen Sub da gelassen. Also scheinen meine Worte gut angekommen zu sein. Wir rasten hier nochmal kurz. Dann. Also Leute, komm. Weil für mich ist das akzeptables Backseat Gaming. Ja, weil jetzt will ich tatsächlich wissen, was ihr glaubt, was ihr denkt, was besser ist. Eins für Kathedrale, zwei für Katakomben. Für das Abonnement. Let's go. TMC Deluxe, danke für den Sub. Weil ich bin wirklich. Ich bin da gerade für ein Rad offen, weil ich habe es ja schon geklärt, die Gegend, aber ich glaube, ich habe einiges ausgelassen. Also viele Zweien. Okay, Gott, ich bin jetzt schon überzeugt. Das sind so viele Zweien. Okay, let's go. Dann machen wir es so, Kompromiss, weil ich weiß auch, dass manche Leute davon dann auch, gerade VOD-Gucker, glaube ich, sind eher passive Zuschauer. Grüße gehen raus an euch. Schön, dass ihr fleißig immer hier guckt. Ich weiß, wer ihr seid. Weiß ich nicht, aber ich weiß, es gibt euch, weil ich sehe seine VOD-Zahlen. Mein Vorschlag ist, ich mache jetzt tatsächlich, weil ich habe heute sehr aktiv, ist auch so typisch ich so, ne? Ich habe am Anfang gesagt, so, ich mache heute eine ruhige Folge, werde halt gar nicht auf den Chat gucken, habe heute, glaube ich, am meisten mit dem Chat interagiert, wie es schon lange nicht mehr. Aber naja. Jetzt für die Katakomben mache ich mal den Vorschlag, blende ich mal echt ein bisschen den, also werde ich jetzt nicht mehr so viel auf Chat gucken und dann gucke ich mich aber einfach nochmal ein bisschen genauer um hier unten. Ja? So. Damit alle zufrieden sind. Ich und ihr auch. Frage ich mich gerade, ob das wirklich der erste Bonfire war hier unten, aber naja. Er kommt jetzt wieder zurück. Es gab aber andere Bonfire, die glaube ich ein bisschen weiter vorangeschritten sind. Ich nehme mal einen, der weiter vorne ist. Weil das müssen wir jetzt wirklich nicht nochmal machen. Das haben wir jetzt wirklich. Ich würde schon gerne mal Richtung dem Boss gehen jetzt tatsächlich. Da das letzte, was wirklich war. Und dann. Naja. Ich muss mal gucken, jetzt. Ich meine, es ist ja eigentlich schon lächerlich, dass ich. Nee, das ist der Falsche. Wir müssen einen noch zurück, sorry. Ich meine, es ist ja eigentlich schon ziemlich frech gewesen von mir, dass ich überhaupt so schnell. Also ich habe ein einziges Mal den Boss angeguckt, ne? Diesen Skelettmann. Ein einziges Mal. Ich meine, das ist eine Frechheit eigentlich. Du musst dir mindestens mal einen Boss vielleicht 5-6 Mal angucken. Ich meine, siehe Abyss Watchers, wie oft waren wir da? Hier geht's da, wollen wir nicht lang. Hier geht's, glaube ich, zurück. Und jetzt ist der Feuerraum. Nee, aber da komme ich ja nicht hoch. Ich gucke mich da aber nochmal um. Da muss es doch irgendwie auch weitergehen. Es kann doch nicht sein, dass es hier alles ist. Weil es geht hoch. Also wir sind jetzt wieder da. Hier war der Feuer-Demon. Und
ne? Hier sind wir runtergekommen, indem wir die Brücke zerstört haben. Das Problem ist, ich muss aber über die Brücke, um zu dem Skelettboss zu kommen. So, jetzt ist meine Frage gerade so, die ich mir stelle. Ist es wirklich so, dass ich jetzt das von dem anderen Bonfire aus ansteuern muss? Oder gehe ich da nochmal hin zu der Brücke von unten und guck mal, ob da nicht doch irgendwas war? Ja, da bitte nicht. Komm jetzt bitte. Kann doch nicht sein, dass es das alles ist, was hier war, wenn man die Brücke runtergeht. Da muss doch irgendwie nochmal irgendwo hochgehen hier. Aber es ist nichts hier. Oh, guck mal, ich sehe gerade, da unten wartet jemand. Seht ihr das? Da unten ist so ein Ritter. Hier ist einfach nichts. Da war der Mimik. Man kann sich richtig vorstellen, wie es hier drin riecht, finde ich, oder? Also es riecht bestimmt genauso wie halt in so... Ja, halt in Kellern, ne? So in so vermoderten Kellern. So dieser Geruch von so Wasserschimmel. Ja, ich muss an den anderen Bonfire, glaube ich. Ich muss an den davor. Ich muss an den... Also wo ich ursprünglich vorhin hingegangen bin. Ich weiß nicht, wie ich sonst an den Boss komme. Ich muss über die Brücke rennen. Aber ich zum Leveln müsste ich mal auch nochmal, habe ich ja gesagt. Komm. Richtige Streberfolge, ey. Heute passe ich ja voll auf. Mit meinen Seelen. Mit meinem Seelenheil. Welcome home. Laber mich nicht voll. Very well, then taken. Wir wollten Decks machen, ne? Jawohl, noch mehr HP brauchen. Das ist die Frage. Ja, ich mach Dex. Okay. Gut, jetzt haben wir die Seelen wenigstens weg. Ja, und jetzt geht's halt nochmal dahin, wo diese scheiß Kugel ist und diese dummen Ratten sind. Und dann renne ich da einfach los über die Brücke. Ja. Das war dann hier. Okay. Und dann schaue ich mir mal diesen scheiß Skelettboss mal nochmal genauer an. Ich weiß noch, ich bin da an Fluch gestorben. Sofort, mehr oder weniger. Also instant einfach. Der hat einmal irgendwie auf mich draufgehauen und dann war ich tot. Und ich habe auf die Hände geschlagen, das weiß ich nicht. Malzmeister, vielen lieben Dank für den Sub. Bald sind wir bei den 600, Leute. Ich sag's euch. Und dann mache ich nie wieder was anderes hier. Nächstes Spiel steht übrigens auch schon in den Startlöchern. Also ich weiß schon, was ich spielen will. Aber das werde ich noch nicht ankündigen. Aber es wurde auf jeden Fall auf dem Discord vorgeschlagen. Discord-Teilnehmer wissen Bescheid. Eigentlich kann ich auch mal gucken, wie ich mich eigentlich gegen den schlage mittlerweile mit meinem aktuellen Level. Ganz gut eigentlich. Ja, besser als vorher. Ne? Guckini! Ja. Nö, das war's schon. Ja, genau. Ich werde bald mal neu. Also, das auf jeden Fall ja noch eine Weile spielen, aber danach haben wir schon was. Was, glaube ich, gut wird. Ups, Vorsicht, nicht runterfallen. Oh, jetzt schaue ich mich mal hier ein bisschen um. Wie gesagt, das ist heute der... Oh, guck mal hier. Das ist mir zum Beispiel noch nie aufgefallen.
Frage ist, was habe ich jetzt da? Ist das eine Abkürzung? Oder ist das ein neuer? Das ist doch eine Abkürzung. Hier vorne ist doch der Rattengang. Oder nicht? Ja klar. Dann kann ich ja immer hier jetzt so rennen zum Boss. Ha! Quasi. Das ist gut. Das gefällt mir. Muss ich nicht immer um die Kurve rennen. Jetzt kommen, die werden nachher wieder wach, ne? Alle, wenn ich über die Brücke gehe. Aber es ist uns egal. Ich schlag die, ich muss die gar nicht aufschlagen. Ich gehe direkt einfach zu dem Boss da, durchs Fortgate. Fertig. Ja gut, das ist natürlich jetzt beruhigend, dass wir das gefunden haben mit dem Hebel, weil dann kann ich jetzt auch ein bisschen mit weniger Angst da an den Gegner gehen, weil ich jetzt weiß, ich muss da nur immer wieder hinrennen. Es war ein bisschen pain in the ass, immer wieder diesen Weg zu rennen wahrscheinlich. Oder wir machen ihn einfach fertig. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Warum nicht? Ich guck mir das jetzt nochmal an hier genauer. Ich war da letztes Mal einfach viel zu abgelenkt. Komm jetzt! Brr. Komm jetzt! So, abwarten und gucken. Einfach mal gucken, was macht er? High Lord Wollmir. Da muss ich aufpassen. Okay, ich kann auf seine Hände schlagen, wenn er das macht. Oh shit, nicht tragen, oder? Ah, der legt die Hand schon dahin. Ich muss die schon schlagen. Ah, scheiße, ich bin zu langsam. Okay, das darf mich nicht treffen, glaube ich. Das ist Fluch. Oder? Hin, ist die Frage. Kann ich überhaupt von hinten kommen? Nee. Shit. Ich hab dem gar nichts abgezogen jetzt, oder? Oh, oh! Ah! Auf die Dinger! Auf die Dinger muss ich schlagen! Du Arschloch! Ja, 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 ja! Progress! Ficken wir doch, Leute. Jetzt schnell. Ah! Ja, er macht deine eigenen kaputt. Das ist gut. Jetzt! Ah! Schnell, schnell weg. Okay, okay, ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Einfach ruhig bleiben. Hier ist das Erin, komm. Ach, oder habe ich den auf der Seite schon? Nee, nee, es geht. Okay, nice! Leute! Oh, jetzt kommt aber eine zweite Phase, oder was? Ha! Fuck, du Arsch! Ich weiß nicht, wo er hinschlägt. Ich weiß nicht. Da! Ah! Oh, shit, der war direkt da! Da! Ja! Sick try, nerd, niemals! Never ever! Mann! Second try! Einfach ruhig geblieben! Einfach drauf geachtet, was er macht!
Ah, aber ich, ey, da, ja, ich glaube, ich habe ein bisschen Glück gehabt, dass ich gemerkt habe, dass man da draufschlagen muss. Es hätte auch sein können, dass ich das ewig nicht merke und dann hätte ich wahrscheinlich wieder verzweifelt 15 Versuche gebraucht. Das war purer Zufall. Ich habe einfach gegen seine Hand geschlagen wollen und dann habe ich aber den Ring getroffen. Das ist einfach Zufall gewesen. Vielleicht wäre ich früher oder später drauf gekommen. Scheiß drauf, wir haben ihn geschafft. Hammer. Und jetzt geht's weiter. Ja! Oh, okay, das hätte ich nicht gedacht, dass wir den so schnell schaffen. Sag mal, wird aus mir noch ein richtig guter Dark Souls-Spieler oder was ist hier eigentlich los? Analbert hat direkt mal 5 Abos zur Feier dieses Sieges verschenkt. Schon wieder Analbert, der wird auf jeden Fall, ist auf jeden Fall der prominenteste Teilnehmer dieses Let's Plays nach mir, glaube ich. Hat jetzt mittlerweile schon 31 Abos auf dem Kanal verschenkt. Lieben Dank an dir, an dich. Vielen Dank echt für den Support, Mann. Und bedankt euch alle artig, die, wenn ihr verschenkt worden seid, beschenkt worden seid bei Bert. Vielleicht nenne ich dich einfach ab jetzt Bert. Dankeschön für das Abonnement. Damit es nicht immer jedes Mal so unangenehm ist. So, da. Dankeschön für das Abonnement. Jetzt mal kurz ausruhen. Also, jetzt haben wir den echt einfach im zweiten Versuch. What the fuck? Und ich habe den ganzen Teil der ersten Folge, noch, hier dieser Folge, er ist so ein bisschen noch rumgedümpelt, woanders nochmal Wege abgegangen. Schon auch ein bisschen, weil ich halt vielleicht so ein bisschen dachte, ja gut, so richtig weiterkommen tue ich nicht, weil der ist riesig, dieser Skelettmann. Ich hätte nie gedacht, ich dachte, das wäre wieder so ein 30-Versuch-Gegner. Wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen wie, man hat ja auch keinen Bock, das ist ja eine Arbeit einfach nur. Und jetzt zum zweiten Versuch, what the fuck? Hammer. Wie viele Seelen haben wir bekommen, ist die Frage. Ob ich jetzt nochmal leveln soll. Ja, ich gehe direkt leveln. Komm, wir sind richtig heute strebermäßig. Wir machen jetzt noch einmal Dex und dann haben wir die neue Waffe. Leute. Wir haben die neue Waffe gleich. Diese Bosswaffe, die wir gemacht haben. Ich weiß aber nicht, ob die besser ist, ob das Breitschwert plus 6, aber wir gucken mal. 600 Zuschauer, nice. Das ist schon rekordverdächtig. Schön, dass ihr dabei seid, Leute. Also Dex einmal. Dann haben wir nämlich genug für die Waffe, für das Schwert. Ich kann es mir gar nicht leisten. Doch, einmal kann ich mir leisten, nur. Shit, aber knapp. Ah, ich hab doch Seelen noch. Alleine langsam, so langsam ist der Dark Souls 3 Hebel umgeschaltet hier, Mann. Ich verkaufe die wieder hier an die Alte. Nicht purchase, sell. So. Also, Soul of a Crestfallen Knight. Wann habe ich denn das aufgehoben? Das sind 10.000 Seelen. Wann habe ich denn die aufgehoben? Ja. Das gibt 10 Seelen. Used to acquire a smidgen of souls. Okay, warte mal. Einfach whatever. 500 Seelen sind immerhin. Was ist denn das hier eigentlich? Wolf's Blood Swordgrass. Pure of fire has been met. Okay. Ashen One. Ich glaube, ich habe aber. Hätte ich die Seelen gar nicht poppen sollen, die anderen noch danach? Ich glaube, ich mache jetzt nochmal ein bisschen. Endurance. Aber irgendwie geht es gar nicht hoch, mein Endurance immer mit Stamina. Richtig, 2 nur. Was ist denn noch für Stamina gut? Na, ja, irgendwie. Und jetzt gucken wir mal, ob wir direkt mal unser Dings. Warte mal, jetzt nehmen wir jetzt mal direkt. Wo ist es denn, das Geile? Executioner's Great Sword. Da. Das hat jetzt dann ein Damage in diesem Zustand von knapp 200. Wir sind jetzt bei dem schon bei Physical 256. Jetzt gucken wir mal, ob wir da aber jetzt noch ein bisschen das leveln können. Ah, well met. Just what? Oder sogar.
kostet das denn? Plus 1? Oh. Jetzt haben wir schon... Guck mal, jetzt haben wir schon Damage von... 200... Fast 300. Also mehr als das Breitschwert auf jeden Fall. Und wir sind ja erst bei plus 2. Das heißt, die Waffe ist schon deutlich geiler. Und wir haben jetzt... Warum hat... Das Scaling hat sich jetzt geändert, kann das sein? Unten jetzt auf B? Das heißt, jetzt mit Dex wird die Waffe immer geiler. Ich glaube, das könnte jetzt erstmal eine ganze Zeit lang unsere neue Waffe werden, ehrlich gesagt. Titanite Scale brauche ich jetzt noch 4 Stück, dann kann ich die aber erst wieder... Das ist natürlich teuer zum Upgraden, die Waffe, ne? Aber guck mal, wie geil die ist. Ich kann 4 Schläge abgeben, bevor mein Dex fertig ist. Ja, ist geil. Komm jetzt! Aber was ist meine Roll? Oh, okay, scheiße, wir sind zu schwer. Ich glaube, diese ganze Northern-Ausrüstung ist ein bisschen, sowieso ein bisschen zu schwer. Wir sind bei 83%. Okay, wow, das ist mega schwer. Wir sind richtig dick gerade. Wir müssen was Leichtes anziehen. Hier, die geile Papstrobe sieht auch geil aus. Unter 68% war es, ne? Damit man... Oder 69 schon? Reicht das schon? Ja, das reicht mir. Komm. Boah, die sehen schon hot aus jetzt, oder? Feral Gold, danke dir für den Sub. Ey, guck mal, wie geil wir aussehen. Jetzt mal ohne Witz. Da kann mir keiner jetzt was erzählen. Also, bevor wir aber weitergehen jetzt, will ich noch meine 7000 Seelen hier ausgeben, bevor ich die jetzt mitnehme, oder? Ich meine, ich könnte jetzt halt noch eine Bossseele ausgeben und ein bisschen leveln, weil ganz ehrlich, ich werde jetzt nicht aus jeder Bossseele eine Waffe machen. Ich entscheide das jetzt einfach. Ich mache jetzt mir noch... Ich level jetzt nochmal einmal. Das ist, glaube ich, eh so ein bisschen Geschmackssache. Der eine regt sich auf darüber, dass man die dann verkauft. Der andere sagt, komm, hau weg die Seelen. Ich glaube, wir gehen jetzt in ein neues Gebiet und ich gehe jetzt ein bisschen... auch mal hier shoppen. Könnt ihr auch mal gehen. Guck mal, gucken, was es hier gibt. Wie ist denn... Ich frage mich auch gerade, wie Magie wohl so ist bei Dark Souls 3. Dark Souls 2 war ja Magie ziemlich overpowered, ne? So mit Seelenfallen und sowas. Aber ich bin jetzt nicht auf... Ja, Schlüssel... Ja. Oh, das ist dieser Schlüssel, wo war... Wo? Die kaufe ich mir. Ich kaufe mir den. Das ist doch der, wo der Typ da saß. An der Settlement-Zur. Leute, also jetzt habe ich gerade einen Lauf. Jetzt läuft es aber richtig rund hier. Aber ich verkaufe trotzdem jetzt noch eine Boss-Seele. Und level noch ein bisschen. Und zwar, welche Boss-Seele ist mir am wenigsten geil gerade? Hier, dies zum Beispiel. Das war der erste Boss. Das kann nicht so geil sein. Tschüss. So. Und bestimmt sagt jetzt einer, oh nein, das ist doch die allerbeste Bosswaffe von allen. Warum hast du die jetzt verkauft? Und warum rede ich so komisch? So, und dann machen wir noch 21.000er und dann gibt's... So, Demon Soul überlege ich gerade. Nee, Soul of a Demon gab's aber eine geile Waffe für. Bohop! Bohop! Oh nein, jetzt kommt wieder Herbert. Ich gebe jetzt aus die Deacons of the Deep Seele, weil die waren scheiße und die haben mich aufgeregt und die habe ich jetzt verkauft und es ist jetzt passiert und ich level jetzt dafür. Einmal kann ich wahrscheinlich nur leveln, scheiße. Wir brauchen... Ich kann mit zwei Level, zweimal leveln, das ist gut. Nein. Und ich mach zweimal Dex. Oh, die Waffe wird halt so geil. Die ist so auf B-Scaling, Alter. Na komm. Also unser Bild scheint sich langsam rauszukristallisieren. Dexterity, Endurance und Vigor. Wir haben ein Dex-Bild einfach, würde ich mal sagen, jetzt so langsam. Mhm. Hab ich den Schlüssel schon gekauft, oder nicht? Farewell, Ashen One.
Habt ihr noch gerade gekauft oder nicht? Au. Oder bin ich gerade doof? Doch, ich hab den. Ashen One. Freunde, ich muss ganz kurz eine Pinkelpause machen. Die Zeit sei mir gewährt. Bleibt dran, ich bin gleich wieder da in einer Minute. Mit Hände waschen, ne? So, weiter geht's. Okay, kurz mal gucken, ob Overlay alles stimmt hier. Hier ist immer noch zu hell. Ach. Wow. Mach mal nicht so hell immer. Regelt er hier wieder gleich automatisch nach. Okay, schön, Leute. Schön, dass ihr alle noch da seid. Und neues Gebiet. Neues Gebiet, Leute. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wo war denn jetzt der... Ich hab doch den... Bonfeuer gemacht, ne? Ja. Okay. Donnerschifffahrts Kapitänsmützen... Kisten... Deckschiff. Wie lange spielt er schon? 2 Stunden ungefähr. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, wie geil wir aussehen. Das Schwert ist Hammer. Wie groß es ist. So cheesed. Noch nie bei mir. Wer weiß, die Hoffnung stirbt zuletzt. Okay, jetzt Konzentration. Okay, ich bin jetzt mal kurz im Concentration-Modus. Was heißt kurz? Das ist wahrscheinlich eine ganze Weile, weil das alles komplett neu ist für mich. Mal einwirken lassen. Boah. Ithril. What? 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 Ist das der Sumpf da unten? Ne, da hinten. Da sind Northern Lights und alles. Das sieht ja hammergeil aus, Mann. What? Aber hat ein bisschen, was heißt aber? Hat ein bisschen, Bloodborne-Vibes, oder? So wie die Architektur ist und so. Aber das sieht echt hammernice aus. Und das ist also Ithril. Und das ist der Bonfire. Warum? Okay, die Bonfire sind ja wohl... Was sollen denn die beiden Bonfire, bitte? Der andere ist doch direkt da drin. Jetzt mal ehrlich. Ich bin übrigens jetzt... Oh, Leute, es ist einfach heute... Heute ist ein geiler... Ich hab euch doch gesagt, es lohnt sich nochmal abzugehen, den ganzen Scheißweg, weil ich jetzt auch viel besser spiele gerade. Guck mal, was mir auffällt. Das ist ja einfach... Okay, bei 11 Folgen könnte man sich denken, das hätte mir früher auffallen können. Mir scheißegal. Mir fällt jetzt auch auf, dass ich geambert bin, weil ich natürlich den Boss geschlagen habe. Weißt du, das sind so langsam klickt hier alles. Ein Rädchen ins andere. Unten liegt eine Leiche. Das sind komische Viecher, da ist auf jeden Fall alles, da kann man nachher noch hin. Ja? Aber jetzt habe ich gecheckt, das mit dem Embern auch und so, ja, so langsam, aber sicher. Okay. Okay, es sieht wirklich voll aus wie Bloodborne, die Gegend hier, die Straßen auch, so die ganze Architektur. Für alle, die sich fragen, Bloodborne habe ich erst angespielt. Aber nirgendwo. Aber nirgendwo irgendwie im Stream oder so.
Ich hab's mir gekauft für die PS4. I wish. Ja, kam ich noch nicht rein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich mich mal dazu zwinge, dann komme ich auch rein und dann wird's auch geil sein, weil alle Souls-Spiele geil sind. Bin jetzt von noch keinem enttäuscht worden. Dark Souls 2 habe ich zum Beispiel auch eine ganze Zeit lang gebraucht, bis ich reinkam und dann kam ich rein, habe es super geil gefunden, bis, wie schon oft erwähnt, ich erzähle das nachher. What the fuck? Okay, scheiße. Nein, ich hatte dich fast, du Arsch! Ich wollte gerade weg und fucking Estus nehmen. Oh. Shit. Mann, es war ein guter Versuch. Goddammit. Ich war so überrascht von dem. Oh, das ärgert mich jetzt trotzdem, ey. Das ist wirklich nur noch ein Schlag gewesen. Ich war zu gierig am Ende. Ich wollte aber Estus nehmen. Ah, jetzt sind wir nicht mehr geambert, leider. Neue Waffe auch und so. Ich muss mich erstmal eingrooven hier in die ganze. Wo kam der denn jetzt her? Ah, ich wollte gerade hüpfen. Shit! Ja. Ich wollte gerade hüpfen. Naja, ja. Den schaffen wir jetzt. Third time's the charm. 100 Pro. Passt auf. Den habe ich. Es ist halt die neue Waffe auch ein bisschen. Ich muss erst noch ein bisschen mich an die gewöhnen. Gefällt mir aber sehr gut. Aber ich bin noch mit meinem R1-Spam, an meinen R1-Spam gewohnt von dem Breitschwert. Das muss ich mir jetzt ein bisschen abgewöhnen wahrscheinlich. Aber es ist schon machbar alles. Also ein cooler Gegner. Kein Treffer, ne? Oh shit! Ich bin tot. Ja, Kurve ist so ein bisschen so gerade. Oh, ich muss es einfach abhaken. Ich habe immer noch im Hinterkopf den ersten Versuch. Ich habe immer noch den ersten Versuch im Hinterkopf. Ihr kennt das. Aber ich muss auch überlegen, diese Waffe, was kann ich denn da noch vielleicht besser machen? Vielleicht mal, was bringt das überhaupt? Ist das zum Parryen? Das ist zum Beispiel geil. Das L1 habe ich noch gar nicht. Das nimmt doch gar nicht so viel weg. Okay, schauen wir mal. Ich glaube, mit dem muss man einfach geduldig sein, dann geht er schon. Und ohne Login spielen.
vielleicht auch mit Locke ein bisschen lösen. Es ist einfach mir ein Rätsel bei diesem Spiel. Warum, wie kann das denn sein, dass der erste Versuch so relativ chillig war und so gut, finde ich, kann man schon auch sagen, einfach gut gespielt, ruhig und dann je mehr Versuche, desto schlechter wird man. Ich verstehe diese Psychologie nicht bei diesem Spiel. Es ist einfach weird. Wichtig ist aber noch, dass es Bock macht und der Gegner ist zum Beispiel jetzt irgendwie einer, der macht mir Bock. Ich finde den irgendwie ganz cool. So, und ich bin auch zuversichtlich, dass ich den jetzt auch bald schaffe. Ich muss nur ein bisschen noch einen besten Weg finden. Ich glaube, ich habe mutiger gespielt beim ersten Mal. Ich war viel mehr nah dran und so. Ich wollte gerade, ja, erst so, es muss gehen. Nein, das ist nur... Der wird's jetzt. Das wird er versuchen. Ich habe die Seelen nicht, aber jetzt 2000 ist auch nicht so schlimm. Der wird's jetzt. 100 Pro. Das wird jetzt der geile Versuch. Schild könnte ich natürlich auch benutzen, aber irgendwie, ich glaube, ich bin mit Rollen bei ihm eher besser dran. Ich scheiße jetzt auch auf die... Ja gut, wenn sie da rumliegen, kann ich sie auch nehmen. Da ist eh nichts drin, ne? Ah, bin direkt in seinen Mund reingerollt, ne? Was tot? Ja, komm, der war nicht drin. Ja, jetzt bin ich an dem klassischen Moment, den klassischen aller Momente, dass ich kurz mir überlege. Weißt du, warte, ich nehme mal ein Breitschwert plus 6. Gerade noch das Schwert gelobt, aber Leute. Ich muss mich noch einspielen mit dem Schwert und jetzt, das hier kenne ich einfach noch zu gut. Es geht auch viel um die Ausdauer-Management. Ich kann hier viel besser abschätzen, wann ich noch wegrollen kann und wann nicht. Oh, geil, was war das? Er ist gestaggert. Oh, ich hab den geparried! What? Ist der tot? Breitschwert for the motherfucking win, yo! Also, ich bin wenigstens Ehrenmann und sage auch ganz klar und öffentlich im Stream, dieser Parry war nicht mit Absicht. Das ist irgendwie durch Zufall passiert. Ich habe den nicht mit Absicht geparried oder was auch immer. Ich hab den, glaube ich, einmal gestaggert. Und dann ist daraus irgendwie ein Parry entstanden. Und dann ist er ja so... Aber was irgendwie geil gemacht hat, oder? Weil der Kampf sah episch aus, Alter. Wie er da lag und dann sich noch so gedingst hat. Und ich mit dem letzten Schlag... Wutsch, noch cooler wäre es gewesen, für den letzten Schlag nochmal extra das neue Schwert rausholen. Ach ja, ich fühle mich einfach wohl mit dem Breitschwert. Aber ich bin dann auch echt ein bisschen langweilig, weil ich immer das Gleiche mache. Aber ich weiß auch nicht. Und es hat eigentlich wirklich nichts... Mit Stream und wie man so ankommt zu tun, sondern wirklich für mich selber. Ich habe selber ein schlechtes Gewissen. Weißt du? Ich hätte jetzt auch ohne Stream so ein schlechtes Gewissen, weil das so ein bisschen. Jetzt wechseln, sagt gerade Stuhlenpinkler. Ich wechsle echt, weil ich glaube wirklich, dass es ganz viel daran lag, gerade, dass ich nicht an die Waffe gewohnt bin. Ich meine, ich habe es auch gerade gezeigt. Ich habe ja genau gesagt, was der Grund ist und dann habe ich es auch gezeigt, dass es mit dem Breitschwert dann halt viel besser geht, mit dem Rollen vor allem.
Aber wir müssen ja da hinkommen. Wir müssen uns ja auch mal ein bisschen ändern. Wo ist denn das jetzt nochmal, die Scheiße? Da, ich, das ist doch eigentlich das Einfachste zu erkennen, aber ich tue es immer wieder nicht erkennen. Weil die Waffe ist geil, wenn wir jetzt eh auf Dex leveln, dann wird das auch alles ein bisschen schneller. Und ich spiele das mal mit Schild auch. Und dann können wir uns vielleicht mal ein bisschen da gewöhnen. Guck mal, hier ist hier ein Fockgate? Oder ist das? Oh. Was war das? Das habe ich hier noch nie gehabt. Kann man da wieder zurück? Was ist denn das? Aber wir haben wieder ein Bonfire. Sehr viele Bonfires hier. Okay, alle 3 Meter ist ein Bonfire. Und ja, 8000 Seelen können wir jetzt mal riskieren. Ich guck mal einfach ein bisschen mit dem Schwert. Kann auch sein, dass es vielleicht ein Fehler war, das überhaupt zu leveln und dafür Seelen auszugeben und das machen zu lassen und so. Aber, ne, wohl machen lassen hat ja nichts gekostet, außer die Seele. Naja gut, im Endeffekt kostet es ja dann was, weil die Seele nicht, die Boss-Seele nicht auszahlen lässt. Aber... jetzt schauen wir einfach mal ein bisschen, wie das mit sich mit der... Man muss sich ja das Spiel halt dann auch ein bisschen... Das ist ja das Schöne auch an Dark Souls. Da muss man sich jetzt halt ein bisschen sein Spiel anpassen auf so ein langsames Schwert und halt ein bisschen mehr... Oh, guck mal hier. Creepy, Alter. What ist mit dir los? Voll creepy. Ja, ihr wisst doch, was ich meine. Jetzt haben wir halt die ganze Zeit so gespielt, so auf Decks, ne? So schnell... rollen und so. Jetzt können wir mal hier gucken, dass wir ein bisschen mehr backstabben. Guck mal, was für Damage die verteilt. Kann sich jetzt keiner beklagen. 700 Damage mit 4 Schlägen. Sind das hier die normalen Gegner oder was ist hier los? So, jetzt sind wir hier. Es ist echt krass, wie ähnlich das wie bei Bloodborne aussieht. Steht hier. Time for thrust. Da drüben war ich die ganze Zeit. Das ist das. Da oben, diese Burg, ne? Und da unten ist wahrscheinlich irgendwo der Sumpf, oder? Ja. Naja. Okay. Wir sind überall so. Krasse Gegner irgendwie. Guck mal, diesen waren. Der war ziemlich schnell, ne? Hallo! Oh, ein Busch. Okay, was geht bei dem? Warum macht er das? Okay, wow, ich hab gerade voll was verteilt. Okay, der ist ein bisschen sauer, der Typ. Hat nicht so Bock, dass ich da mich aufhalte in seiner Gegend. Offensichtlich. Also ich achte jetzt sowieso gar nicht auf den Chat. Ich habe meine Mods ja sowieso da, die gucken. Ich weiß, ihr kleinen Schweinchen wollt eh immer mir alles verraten. Aber ich bin gerade eh zu beschäftigt, mich hier in dieser Gegend mal umzusehen und das alles mal in mich aufzusaugen. Von daher. Es sei denn, jemand subbt, dann werde ich natürlich hingucken. Sehr laut. Das sind 8000 Seelen, da muss ich aufpassen. Ich muss aufpassen jetzt hier. Okay, nice. Oh, der R2, Leute. Der hat geballert gerade. Alter, hat er geballert. Jetzt kommt da noch einer, ne? Ich mach den nochmal mit dem R2 zuerst. Komm mal her. Ja, der macht jetzt Dark Souls. Boah, wie der... Ey, der... Komm jetzt. Also langsam finde ich gefallen an der Waffe, muss ich sagen. Man muss jetzt ein bisschen anders spielen. Ich meinte es ja vorhin noch, ne? Mit Breitschwert ist halt sehr viel R1-Spam, gebe ich zu, klar. Also ist jetzt nicht irgendwie das aller anspruchsvollste vom Gaming her. Aber hier wumpst es halt richtig rein, ne? Wenn ich da mal einen treffe. Und ich habe auch eine Reichweite ziemlich. Jetzt war ja nicht so gut. Aber hier. Tschüss. Oh, die geben Large Titanite Charts, die Dudes. Nicht schlecht. Von daher, genau, es ist halt anders so, ne? Man hat halt richtig so einen Wumms und man muss jetzt hier mehr sozusagen R2 und dann kombinieren und danach eine R1 nochmal nachhauen oder sowas. Finde ich auch geil. Also es macht auch Bock. Das ist ja auch das Schöne an dem Game, dass man sich während dem Game eigentlich das immer frisch hält und es nicht nur einfach immer nur so ein, wie zum Beispiel, das ist natürlich ein ganz anderer Art Spiel, ne? Aber jetzt mal wirklich als abstraktes Beispiel.
Diablo 3, ne? Also habe ich ja auch geliebt. Aber im Endeffekt, wo wir ehrlich sind, egal wie viel Skills du dir dazu holst, du tippst eigentlich immer nur auf X. So. Hier steht Hidden Place. Oh, da ist ein Hidden Place. Kann man da irgendwie hin? Aber wie komme ich denn da hin? Könnte es be a Hidden Place? Ja, wahrscheinlich. Ja, ich will jetzt natürlich nicht Diablo mit Dark Souls vergleichen, aber ich glaube, ihr checkt schon, was ich meine. Und das Breitschwert war schon halt viel R1 draufdrücken, nur in Anführungszeichen. Aber dann halt auch gut wegrollen können. Ich gucke jetzt mal, wo ich diesen... Ob das ein Geheimgang irgendwie ist, den ich hinkriege, weil da, der müsste auch irgendwo dann hier der Eingang sein. Da oben dann. Was ist hier? Cannot be open from this side, war klar. Hat sich gerade angehört, als hätte ich einen Gegner getroffen. Ja gut, jetzt geht's erstmal weiter. Schneider! Danke dir für deinen Resub. Schon 3 Monate. Ist auch schön zu sehen übrigens, dass jetzt auch immer mehr Resubs reinkommen. Es spricht ja dafür, dass mein ganzes Projekt Streaming und YouTube, beides zusammen, das geht jetzt ungefähr schon, eigentlich so richtig erst seit einem Monat tatsächlich. Aber mehr oder weniger seit insgesamt 3 Monaten und seit 2 Monaten schon eigentlich ziemlich mit, dass ich auch wirklich dran arbeite und so. Auf Stream auch Sachen vorbereite und den ganzen Krams halt mache und auch regelmäßiger Stream. Und das sind natürlich Resubs immer ein gutes Merkmal dafür, dass es läuft, weil das sind ja die Leute, die dann vor 3 Monaten schon mal gesubbt haben und immer noch da bleiben. Das heißt, das spricht ja dann für mich. Die Waffe ist geil, Mann! Okay, R2, R1 sind bei denen. Gut. Guck mal, Alter! Timmy! 94 hat gesubbt. Vielen Dank. Jetzt gibt's aber zu, jetzt habt ihr auch Bock auf die Waffe. Jetzt findet ihr die auch ganz gut, ne? Okay, hier gegen das schon. Jetzt geht's los hier. Der ist ein Chef, du. Airlines Boy. Ja. So, können wir den ein bisschen hierher locken? Aua! Danke dafür, du Arschgesicht! Oh! Was ist das für ein fieser Move? Okay, ich bin tot. 12.000 Seelen, scheiße. Wir müssen aufpassen. Ah! Timmy! Kannst vergessen, Timmy. Burn. Burn, Motherfucker. Spiel ich die eigentlich gerade ein? Ja, zweihändig ist besser mit der. Richtig Bock auf die Waffe. Ja, Mann. Ich sag's euch doch. Aber hier muss man aufpassen. Nur den einen. Die sind unheimlich, die Dudes, ey. Und zack. 3 Schläge. Bam! Oh, wie er es gemerkt hat. Alter, die sind unheimlich. Oh shit, jetzt hab ich ein Problem. Tot, 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 tot. Ach, 12.000 Seelen, 12.000 Seelen. Nein! Ja. 12.000 Seelen haben wir verloren. Warum? Weil wir schlecht gespielt haben. Weil wir zu ungeduldig waren. Wir haben die Aggro von dem einen gezogen und dann kam der andere mit. Das war einfach schlecht. Und deswegen haben wir zu Recht 12.000 Seelen verschenkt, muss man sagen. Was ist der eigentlich hier? Ich verstehe das nicht. Das ist unheimlich. Oh, die ist noch geiler. R2, R1, L1. Der ist geil, jetzt mach ich gleich nochmal. Jetzt habe ich den hier gezogen. Ist gut. Ja, komm. Ich will nicht, dass der andere kommt. Komm hier, komm du alleine. Bitte. Ich komm. Put. Oh, komm. Put. Oh shit. Alter, war das nice. Mal aufpassen hier, Vorsicht. Und
Bis Geschichte. So. Ich glaube, diesmal gehe ich auf den Feuerdude anders zu. Ich muss aggressiv auf den losgehen, glaube ich. Ich lass den, darf den da nicht so machen lassen. Sachen machen, machen Sachen. Aber hier sind überall noch andere Dudes, die nerven dann. Ich mach mal erst die platt. Vorsicht. So, jetzt mache ich den schnell. Pass auf. Oh, Scheiße! Der hat mega viel Energie. Oh. Okay, den muss ich anders machen. Okay, habt ihr gesehen? Das war eine R2-Sprungattacke und es hat dem so viel ausgemacht. Ich fürchte, wir müssen leveln, um hier weiterzukommen. Und wir müssen was ein bisschen anziehen, was feuerresistent ist. Was habe ich denn gerade aktuell an Feuer? 11,5. 12,5. 12,8. Ich glaube, das macht gar nicht so viel aus, oder? Obwohl, das ist auch sogar leichter noch. Oh, das sieht geil aus. Haha, so ein Fällchen. Nee, ich glaube, die Resistenzen sind nicht mein Problem. Und ich glaube auch, mein Damage Output ist nicht das Problem. Ob ich jetzt mein Schwert nochmal zwei, dreimal upgrade, glaube ich nicht, macht das den großen Unterschied. Ich glaube, ich muss da ein bisschen geduldiger rangehen und die anderen Dudes kaputt machen. Und dann, wenn der Feuer macht, halt weghüpfen, ne? Aber ich guck mal, ob ich hier noch was Geiles anziehen kann hier. Hab ich schon ein paar bessere Helme jetzt hier, ne? Die ist gar nicht so schlecht, die Fallen Night Helm. Aber ich brauche noch ein bisschen mehr Physical Damage Schutz, glaube ich. Wir sind ja auch noch nicht so schwer. Das macht mich auf 70, 69. Ja, der ist doch gut. Ja, ist gut. Okay, jetzt wird gefickt, sage ich euch mal. Also, jetzt nicht, ihr wisst schon, im Spiel jetzt. Also, die Gegner werden kaputt gemacht, meine ich. So unnötig. Komm. Ja, komm halt her, du Arschgesicht. Jetzt kommt der andere wieder. Ja, und da hüpft er weg, ne? Ist klar, super. Das kriegen wir hin. Komm mal, ruhig bleiben, einfach aus der Trick. Oh, sterben auch. Also, wenn das nicht geil war, weiß ich auch nicht. Okay, der war nicht so ganz so geil. Scheiße. Ich muss eigentlich nochmal... Geiles Schwert. Gutes Timing. War eine Donation, ne? Guck ich nachher gleich drauf. Warte, danke dir auf jeden Fall. Bam! Bam! Damalamaleng, damaleng, lang, long! Ich bin gleich tot, scheiße. So, jetzt mal mit Taktik. Pass auf. Ja, machen wir kurz. Nico 93er mit einem Sub von 5 Euro, wie man hier sehen kann. Wie kann man so dumm sein? Ja, jetzt ist es wieder zu dunkel, das Licht. Freunde. Allzu lang mache ich nicht mehr, sage ich euch gleich. Haben wir jetzt schon eine ganze Weile gestreamt heute. Auch eine lange Folge diesmal. Was schön ist.
aber... Ja. Ich hab Hunger, ganz einfach. Also jetzt mal ein bisschen taktisch hier reingehen. Komm, das kriegen wir doch hin. Bin jetzt mal kurz im Tunnel. Lass mal den mal hier ankommen und gucken mal. Frage ist, kann ich... Also dieses Bodending... Wann ist der getriggert, ist die Frage. Kommt der alleine vielleicht sogar hier rüber? Das wäre natürlich Hammer. Oder folgen seine Minions ihm da? Gogo Chibiaku, hau rein, danke dir. Gerade jetzt gehst du, wo es spannend wird, aber gut. Jetzt hat er mich gesehen. Ah, der hat das jetzt gemacht. Okay, hätte ich sehen müssen. Der geht eigentlich, das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Stimmt. Sollen wir nur in Bewegung bleiben? Und jetzt hat er einen Flammenwerfer, Alter. Ja gut, jetzt sind die hergelockt, ist doch gut. Nein, 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 nein. Ich kann nicht mehr schlagen. Scheiße. Jetzt weg, hier weg, weg, weg. Sag mal, Estos. Ja, sieht schon besser aus. Kriegen es schon hin, wir kriegen es schon hin. Wo ist er? Wo ist er denn, Kollege? Pass auf, den haben wir doch. Ah, der ist so fies, Mann. Wichtig, beide weg, komm schnell, alles wegkippen. Wichtig, wichtig, wichtig. Jetzt können wir es schaffen. Pass auf, jetzt haben wir die ganzen Minions weg. Nicht gierig werden. Komm mal, bitte, bitte, töte mich nicht jetzt damit, bitte. Okay, geduldig, 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 geduldig. Jetzt hab ich dich, du Arschloch. Tschüss. Yes! Komm! Komm schon, der war gut! Yes! Puh! Nice, Leute. Progress. Eyo! Ihr Schnee. Ryan Blue Moskamp. Mhm. Ich hoffe auch, das war ein Gegner, der nicht nochmal auftaucht. Weil wenn das jetzt die normalen Gegner hier sind, dann Halleluja in die Gegend. Dann bin ich hier vielleicht falsch. Da ist nochmal so einer. Scheiße. Die Nerven. Shit, ich hab 10.000 Seelen im Gepäck. Oh nee. Ich will mich doch nur hier umsehen. Shit. Oh shit, da kommt einer! Nein, tot. Okay, passt auf, Leute, ich guck jetzt mal. Ich guck mal, ob der, ob dieser Feuergegner noch da ist. Ich will gar nicht gespoilert werden vom Chat. Ich gucke auch gar nicht hin. Ich will nur gucken, ich hoffe einfach nur, dass der Feuergegner jetzt nicht da ist. Wenn er nicht da ist, spiele ich nochmal weiter. Wenn er da ist, ist für heute zu Ende, weil da brauche ich neue Energie. Ich hoffe, weil er so... Ich will euch mich nicht spoilern lassen jetzt hier. Ich renne da jetzt auch hin. Nee, komm, ich mach die noch ordentlich hier, die zwei.
10.000 Seelen. 10.000 Seelen, weg, weg, weg. Ich will jetzt nur den Blick wagen, ich renne jetzt dahin. Ich hoffe einfach, wenn der jetzt nicht da ist, dann mache ich nochmal einen Versuch, in die Richtung zu gehen. Wenn der Feuermann jetzt aber da ist nochmal, dann heißt es, er ist ein wiederkehrender Gegner. Dann brauche ich mehr Energie. Ich glaube, der wird nicht nochmal da sein. Dafür hatte er so einen Abgang gemacht. Er ist nochmal da, ne? Okay, Leute, das war's mit der Folge. Ah, ah, auf keinen Fall. Ah, 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 die Energie ist zu Ende. Komm, killt mich einfach alle. Ja, ja, komm, fickt euch doch. Nee, nee, ich brauche wieder Energie dafür. Das ist mir too much gerade. Da müssen wir auch ordentlich leveln. Die Gegend ist schon ein bisschen heftig. Ja, ich denke, ist verständlich. Ja. Uch. Ja, Leute, das war's mit dieser Ausgabe Nummer 11 von meinem Dark Souls Let's Play. War's auch direkt auch mit dem Stream. Wir hören beides gemeinsam auf jetzt hier. Ja, gibt nicht so viel zu sagen. Hat mich gefreut heute Abend. Schön, dass ihr da wart. Danke für die ganzen Subs. Wir haben hier noch Kleck 1. Nee, wir haben der für ein Follow auch, ja. Aber ich glaube, ich habe noch ein paar Subs nicht gesehen. Psycho hat noch 100 Bits rausgehauen. Feral Go hat noch uns Sub dagelassen. Habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Ja. Und Analbert hat schon wieder sehr viele Subs dagelassen. Ja, ich lade jetzt die Scheiße heute auf jeden Fall direkt auf YouTube hoch. Ihr, wenn ihr auf YouTube gerade guckt, wisst ihr das ja eh schon, weil ihr ja gerade auf YouTube seid. Vielen Dank fürs Zugucken. Wenn ihr Bock habt, lasst doch mal ein Abo hier auf dem YouTube-Kanal da, beziehungsweise ein Follow hier auf Twitch. Das hilft mir, die Message zu verbreiten, dass wir den besten Stream aller Zeiten machen. Ist einfach so, sage ich jetzt einfach. Und ja, ich gehe jetzt was essen. Ich weiß immer nicht, meine Abmoderationen sind immer zu lange, weil ich immer nicht weiß, was ich da noch sagen soll. Aber eigentlich ist klar, das war's für heute. War eine lange Folge. Und das war's. Und bald geht's weiter. Kommt auf meinen Discord. Werde ich in die YouTube-Beschreibung übrigens machen. Wenn ihr, ja, dann könnt ihr da drauf kommen. Da habe ich jetzt ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen Rollen verteilt. Und da ist immer quasi, wenn ihr das benutzt, Discord, glaube ich, der beste Hub sozusagen, um mitzubekommen, wann ich wie was streame und so weiter. Ansonsten, ja. Ein Schedule wird es, glaube ich, die Woche auch geben, weil ich werde die Woche noch ein bisschen streamen. Ich sollte gerade Nili hosten, das mache ich jetzt, aber gleich danach. Jetzt erstmal tschüss, ciao, macht's gut und tschüss YouTube. Ciao. Und hier mache ich jetzt noch kurz den Host. Ja, Nili hoste ich doch gerne. Warte mal. Twitch. Ich muss dafür mal extra nochmal ins Twitch gehen. Oh, da würde er sich freuen. Das ist doch schön. Wo ist mein Querdenker-Sport? Ich darf nicht wieder den falschen Nili erwischen.